Zwei Teams kämpfen heute Abend um Ruhm und Ehre im Halo-Universum im großen Rocket Beans Battle. Jetzt geht's los. Ja, Halli Halo! Ne? Oh. Liebe Freunde und Freundinnen, zum heutigen Rocket Beans Halo-Turnier. Gunnar und meine Wenigkeit Kuro werden euch heute Abend durch den Abend führen und hoffentlich coole und spannende Matches erleben in Halo Infinite. Das Spiel ist ja vergangene Woche am Montag erschienen. Free-to-play kann man also ganz bequem zocken auf der Xbox bzw. auf dem PC. Und wir haben uns gesagt, hey, dann werden wir doch mal zwei Teams von Rocket Beans gegeneinander antreten lassen in einem großen Battle. Und ja, ich glaube, das wird ziemlich gut. Ja, Team Home gegen Team Stream. Also vier Leute von hier, die hier oben über uns sitzen und gegen ein Team von Streamern, die aber auch alle kennt, ankämpft. Also Team Home sind, können wir mal hinschalten, wir können mal ganz leise die beobachten. Team Home sehen wir hier oben schon. Das sind also von links nach rechts Valentin, Esther, Bell, Valentin, Esther, Bell, und Fabian, und alle sehen schon sehr konzentriert aus und üben schon fleißig, denn sie haben heute harte Gegner. Das stimmt, und zwar gegen das Stream-Team sozusagen. Vielleicht können wir da auch mal ganz kurz reinschalten, denn das besteht natürlich auch aus Koryphäen der deutschsprachigen Videospielbranche. Wir sehen hier Eddie, der schon Pro-Gamer-mäßig sein Headset trägt. Dann haben wir aber auch Nils, der zumindest, wenn die Performance auf dem Feld nicht stimmt, immer noch den einen oder anderen cleveren Satz formulieren kann. Wir haben Halo-Superfan Simon und natürlich Wirt, der gestern auch schon Halo Infinite geübt hat. Ja, ich habe gehört, Simon und Wirt haben sehr, sehr viel in ihren eigenen Streams schon geübt. Aber wie man das Team da unten sieht, die diskutieren schon und fast streiten schon miteinander, oder? Da sind schon leichte Spannungen zu sehen. Wir werden es aber nachher feststellen. Wir spielen Best of 8. Es ist ein freundschaftliches Turnier. Es ist ein freundschaftliches Turnier. Wir spielen 8 Matches. Und wenn es am Ende 4 gegen 4 steht, dann gibt's noch eine Entscheidung. Ja, aber am Ende, und das ist das Wichtigste, wird Spaß zu Spaß stehen. Und wir werden alle als Freunde dann nach Hause gehen. Wahrscheinlich, hoffentlich. Oder es brennt. Ganz ehrlich, wenn sie sich alle anschreien am Ende und alle ausrasten, dann soll mir das auch recht sein, weil ich habe damit nichts zu tun. Wollen wir vielleicht mal die Teams fragen? Wollen wir die mal direkt fragen, wie es denen geht? Wie geht's euch denn? Hört ihr uns alle? Ja, hi, hallo. Alle gleichzeitig, hallo. Na, wie geht's euch? Habt ihr Bock? Alle antworten bitte gleichzeitig. Ja. Yes, yes, ja. Ja. Yes. Ja, Moment. Ich muss noch die Farbe ändern. Und wer von euch ist wer? Oh, guck mal, jetzt ist, da wird noch viel diskutiert. Ich bin natürlich Alpha. Aber wir können dann vielleicht mal jeden Spieler noch mal ganz, ganz kurz einmal mit einer Powerphrase vorstellen. Valentin? Hallo, ich bin für mein Alpha-Dasein bekannt. Panzerungshalle. Da haben wir Valentin. Look at me. Oh, ich kann es nicht lesen. Hallo, ich habe schon mal Halo gespielt. Guck mal, ich habe das einfach gesagt, das war gar nicht abgesprochen. Piu, piu, piu. Ich bin der BTV Gamma und ich spiele heute zum ersten Mal den Halo Multiplayer. Von allen? Fabian, mal ganz kurz. Nein, Halos überhaupt? Nein. Nein, das stimmt nicht. Ist nur Spaß. Aber okay, es wird vielleicht so rüberkommen. Und wie geht's denn den Streamern? Wie geht's dir, Etienne? Hast du Bock? Ja, ich habe mega Bock. Und ja, ich fände es schön, wenn man noch die Namen irgendwie, wenn ihr eure Namen irgendwie ein bisschen anpassen könntet. Ja, durch damit, die ID. Damit ich auch weiß, wem ich das ganze Leid zufüge. Und Etienne, dein Stream kann man ja auch verfolgen. Warum lohnt sich das denn? Ja, weil ich glaube, dass es hier, also zumindest, also bei uns im Team kann man, sollte man jedem folgen, aber ich glaube, bei mir sieht man natürlich schon auch noch ein bisschen skilligere Sachen als vielleicht bei Team Rot. Oh. Sind wir nicht Team Blau? Ja, dann machen wir doch einfach mal direkt weiter. Nils, wie sieht's bei dir aus? Mit Halo ja, Blau machen. Herzlich willkommen Blau machen. Bei Nils Boom of Life. Ihr streamt heute auch bei mir und ich freue mich auf ein Match. Was mich besonders auch beim Warm-up, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wirklich fasziniert hat, ist, dass wir als Team einfach eine Einheit sind. Wir sind hatten wir nicht gerade Simon die ganze Zeit im Team? Ja. Was? Na, ja, das war das auch. Aber gerade, ich habe es ja schon gemerkt.
Und das ist, egal wie geskillt ihr als Einzelperson vielleicht sein mögt, ja, das mag ja sein, dass ihr im Einzelnen mehr Qualität habt als wir, aber als Team, die Summe des Ganzen, ist bei uns einfach mega krass. Habt ihr euch nicht eben gestritten? Das hat da eben so aus. Nein, ach, wir haben uns nicht gestritten. Ich muss mich halt auch ein bisschen in Rage reden, damit das gut läuft. Und dann war der Simon halt kurz. Ich weiß, das Problem ist, ich sehe ja die Namen nicht und deshalb, ich dachte, ich hätte Bimon gelesen, aber du hast ja mich auch gekillt. Nee, aber es war halt dieses Beleidigende, der Simon kann gar nichts. Und dann hast du noch gesagt, ich wusste doch, dass in dem Moment, in dem ich eine Maus habe, gar ich der Geilste bin. Es waren so ja, ein bisschen diese Sachen. Das geht ja nicht an dich. Also, das ist ja einfach nur allgemein gesprochen, dass das halt jetzt einfach was anderes ist. Ja, aber okay. Wie immer, es gilt das Gegenteil von dem, was Nils Boomhoff sagt. Von daher, ich sehe bei euch überhaupt keinen Teamzusammenhalt. Ja, oben Team Liebe und unten... Ich auch nicht, aber das wird trotzdem was. Aber Simon, sag mal, ihr habt schon, du und Wirt habt schon sehr viel Halo gespielt, glaube ich, ne? Sehr viel, ja. Die letzten Tage? Aber ich bin geboren. Und die letzten Tage ist Halo, was im Multiplayer spielt. Ich habe die Frage nicht verstanden. Und aber die letzten Tage hast du doch sehr viel des Neue schon ausprobiert. Wie findest du es denn? Ich finde es super. Ich bin wirklich total begeistert. Mir macht es richtig viel Spaß. Und ich finde, bis aufs Matchmaking und diese ganze Verkleidungskiste, dass da nicht genug freigeschaltet wird, haben die eigentlich alles richtig gemacht. Finde ich. Und wie sieht es um deinen Skill aus? Hast du dich, bist du eingerostet oder? Ich habe mich werten lassen. Ich habe heute mein Ranking beendet. Gold 3. Oh. Es gibt 6 Goldränge. Dann gibt es noch Diamant und dann ist schon Onyx. Und da bin ich. Das ist auf jeden Fall respektabel. Wirt, ich habe dir ja gestern ein bisschen im Stream zugeschaut. Du hast ja mit Chiara geübt, habe ich recht? Mit Chiara und Simon tatsächlich. Und waren so deine ersten oder wie waren deine ja, ersten Runden in Halo Infinite? Ich glaube, die waren ganz okay. Also ich glaube, ich bin schnell reingekommen. Wie gesagt, das ist auch mein allererstes Halo, was ich im Multiplayer spiele. Ich habe sonst immer nur die Kampagne gespielt im Koop. Ja, ist ja immerhin etwas. Ist immer ein etwas. Ja, ich muss halt mich noch ein bisschen mit den Waffen zurechtfinden, aber ich glaube, das wird schon. Das kriegen wir hin. Naja, ja, es gibt nämlich ja auch jetzt nicht viele Leute, die es können. Also insofern. Ah, also Fabian hat mir gesagt, er hat das ganze Wochenende trainiert. Das heißt ja nicht so viel. Ne? Ich muss ja 20 Jahre Halo-Geschichte aufholen. Schön, da sind schon leichte Spannungen. Wir hier im Studio werden vor allem unser Home-Team natürlich angucken. Klar. Ja, wir sind aber eigentlich sind wir ja schon unterteilt. Das macht total Sinn. Ja. Hört mal auf, hier zuzuhören. Ganz kurz, eine Sache, Ede, du musst noch auf Blau umschalten. Wir sind doch nicht Blau, oder? Ja, wir sind Team Blau. Blau umgeschaltet. Bei mir bist du noch Rot, na gut. Ja, wir sehen mal, die beiden Teams bereiten sich schon ein bisschen vor, dann könnten wir eigentlich fast schon mit dem ersten Modus beziehungsweise mit dem ersten Match starten. Ich würde noch ganz kurz einmal, bevor du anfängst, auch den Multistream noch mal ganz kurz erwähnen. Man kann natürlich bei Multi... Stream.am, wir haben es auch hier mal ganz kurz vorbereitet, auch einmal sich hier oben eine kleine Liste erstellen, welche Streamer man, das ist so ein allgemeines Twitch-Tool, da kann man sich hier oben die Streamer, ja gut, kann ich offensichtlich nicht, weil diese Maus nicht angeschlossen ist, aber normalerweise, so, kann man sich hier oben links die Streamer einstellen, die man sehen will, wenn man also die 4 Jungs die von zu Hause streamen, auch verfolgen will, dann kann man, oder wir werden sie natürlich auch hier verfolgen, aber wenn man die einzeln verfolgen will, kann man sich das da oben nochmal einstellen. Ist der Gunnar besoffen oder hat er noch Jetlag? Ich glaube beides. Sag mal. Ach, der hört uns noch, ups. Ja, aber wollen wir dann mal so langsam loslegen mit dem ersten absolut. Match? Seid ihr alle im einer Spiel? Einer von euch ist auch noch nicht blau übrigens bei mir. Also ich bin blau bei mir. Nils, bist du blau? Also, das stimmt so. Welches Team ist denn jetzt blau und welches rot? Das eigene Team blau. Ist immer blau und das feindliche Team ist immer rot. Genau. Nee, aber wieso bin ich denn jetzt? Nee, Moment. Bei uns ist halt so, die Leute müssen halt noch ihre Custom-Farbe einstellen. Ach, ihre Custom-Farbe. Ich weiß, die eigenen Teams sind blau, rot, aber das macht mal das Ziel ist natürlich auch die Leistung. Wieso bin ich denn jetzt im anderen Team? Wieso ist denn jetzt RBTV 3 in dem anderen Team? Ich bin im falschen Team. Das können wir später noch ausgleichen. Droppen wir. Haut hin. Wer sortiert uns hier gerade um? Ich weiß es nicht, aber eure Ingame-Namen sagen. Während die noch ein bisschen sortieren, können wir einmal ganz kurz auf den Modus eingehen. Also 8 Spiele und wir fangen an mit dem
Modus Showdown. Genau, das ist halt quasi klassisches Team-Deathmatch. Zwei Teams treten gegeneinander an und wer am Ende halt die meisten Kills hat, beziehungsweise gibt es halt ein Abschusslimit von 50 Punkten sozusagen, gewinnt. Und ja, klassisches Team-Deathmatch. Sollte jeder kennen, ja. Keine großartige, naja, es wird kein Know-how erfordert, wie es darum ist, okay, was für ein Objekt. Wie muss ich das machen? Einfach töten. Einfach töten auf der Map Bazaar. Da fangen wir heute an. Und ich hoffe, jetzt sind auch die beiden Teams bereit. Nee. Es geht los. Ihr seid bei mir. Bei mir lädt noch. Geht los. Ja. Achtung, ich glaube, jetzt geht's schon los. Ich höre aber die anderen noch. Das wird gleich ausgestellt. Zeigt uns nur zu dritt in einem Team an. Stimmt. Und hier sehen wir. Hey, aber ich bin bei euch gespawnt. Ich bin bei Money's Group. Ich bin falsch. Das ist falsch. Why? Das ist jetzt Eddie und Bell sind so. Wir haben hier noch leichte Teamschwierigkeiten. Ihr müsst einmal ganz kurz das Team wechseln, wenn es geht. Ja, Fun-Match halt irgendwie jetzt. Okay. Keine Ahnung. Wollen wir eben ganz kurz die Teams richtig machen? Nee. Haben wir das schon gemacht? Können wir ganz kurz. Hört ihr uns? Nein, ihr hört uns nicht mehr. Also die Teams sind noch nicht richtig eingestellt, offenbar. Es steht aber 1-1. Oh, jetzt habe ich mal einen Abschuss und jetzt starten wir es gleich neu. Genau, wir müssen uns einmal ganz kurz nochmal neu starten mit den richtigen Teams. Aber wir sehen ja schon mal tatsächlich ganz kurz die Map, die wir gesehen haben. Das ist Bazaar, eine relativ kompakte Map, die aber auch, also für mich zumindest von den Maps, die wir heute Abend sehen werden, zu den chaotischeren zählt, weil du in der Mitte halt diesen großen Marktplatz hast. Und wenn du, und da gibt's halt verschiedene, ja, Wege hin, es gibt ein paar Balkone, aber wenn du da halt einmal auf dem Marktplatz bist, dann ist Chaos vorprogrammiert. Bin ich mal gespannt, wie sich die beiden Teams da schlagen werden. Vor allen Dingen, weil es ja erstmal zum Reingrooven erstmal ein Team-Deathmatch ist. Ne, sich vielleicht auch mit den Waffen vertraut machen, gucken, was es da so gibt. Das ist ja auch etwas, was man sich ja auch vielleicht mal jetzt bei Halo so ein bisschen, also nicht für Halo grundsätzlich, aber als Shooter-Spieler vielleicht auch erstmal umgewöhnen muss, wenn man halt jetzt bei Halo reinkommt. Weil die Waffen musst du auch erstmal aufsammeln. Ja, also die sehen auch immer alle so seltsam aus und man weiß immer gar nicht, wie die schießen. Das ist schon das Erste, wenn man Halo-Waffen aufsammelt. Also auch dieses komische, irgendwie dieses mit den Kristallen da oben drin, ich weiß gar nicht, wie ja, die Needler heißt. Ist Needler. Ja quasi die klassische Halo-SMG, die ja auch in der Lage ist, wenn man halt auf naher Distanz ist, die verfolgt ja so mit dem Projektil so ein bisschen das Ziel. Ist auf naher Distanz auf jeden Fall ziemlich tödlich. Aber hier sehen wir Arena Showdown. Geht es los. Okay, und der Master 50 Abschüsse zum Sieg werden wir hier sehen. Guck mal, hier werden nochmal alle vorgestellt. Du bist nicht bei. Und da sind nur drei Leute im Team. Das fängt ja schon gut an. Wo ist denn der vierte? Ah, nee, alle da. Alles klar. Ja, schön nochmal auch für uns verifiziert. Wir sehen, Esther schnappt sich direkt den Dash als Equipment, weil du hast ja nicht nur Granaten, die du werfen kannst, du hast ja auch quasi so Gadgets. Da wurde ein Power-Item sozusagen aufgesammelt, das Overcharged Shield. Dann bist du für 40 Sekunden nochmal ein bisschen, also ist dein Schild halt einfach fetter und das richtig eingesetzt, kann natürlich das Zünglein an der Waage sein. Ja, was gibt's denn dann noch? Kannst du das mal ein bisschen ausführen, welche Power Achievements es gibt? Also das mit den Gadgets bzw. diese Power Items, das kommt auch immer ein bisschen auf die Map an. Bei Bazaar ist es so, dass wir auf jeden Fall halt das Overcharge Shield haben. Aber ich glaube, es ist auch möglich, dass es halt Power Waffen gibt. Zum Beispiel die Cinder Shot oder den Raketenwerfer. Und das ist dann halt auch super wichtig. Ich wurde aber jetzt von halt auch ein Gespür dafür zu haben, wann kommen diese Items, wann kommen diese Superwaffen. Weil mit denen kann man natürlich sehr viel Schaden anrichten. Ja, hier ist schon echt viel passiert tatsächlich. Steht schon 8-5 für das rote Team, also das Team der Streamer. Ja, und wie du siehst, es passiert halt alles aktuell im Innenhof. Ist natürlich nicht ganz so easy, weil wenn du da einmal im Innenhof bist, dann kannst du von allen Seiten angegriffen werden. Das könnte man sich natürlich so ein bisschen zunutze machen. Ja, trotzdem habe ich den Eindruck, dass die alle da in die Mitte gerade reinspringen immer. Ja. Das ist auch gar nicht so unwichtig, wenn du mal darauf siehst, wenn feindliche Ziele beschossen werden, dann siehst du,
Das Schild zum Beispiel ist, oder die Silhouette ist ziemlich rot und das zeigt dir an, wie schwach das Schild ist. Und wenn du, wenn das halt, vielleicht sehen wir es hier, so ein bisschen, also einmal einerseits so rot ist, aber auch so blitzet hat, dann ist das Schild quasi kaputt und dann kannst du relativ easy dir den Kill holen. Aber bis jetzt kommt das Stream-Team rund um Eddie, Nils, Simon und Wirt besser ins Match rein. Ja, hier habe ich auch gerade schon eine Taktikanweisung von Fabian gehört. Der meinte, wir müssen mehr in Teams arbeiten und mehr zusammenbleiben. Mal gucken, ob die das jetzt umsetzen können, weil die sind jetzt schon recht weit hinten. Ja, aber das geht in Halo auch immer relativ schnell. Oh Gott, hier ist das halt so das Match umschwingen kann. Ja. Da sind zwei noch unten, die haben diese scheiß Strahlwaffe. Die haben die scheiß Strahlwaffe. Ist, nice. Ja, die Strahlwaffe ist relativ fies. Okay, wir haben gleich den Ausgleich. Weil die so ein bisschen sehr gut an quasi das Proton-Pack aus Ghostbusters erinnert. Du hast halt so einen fetten Strahl, musst in der Zeit auch nicht nachladen, du kannst einfach draufhalten, bis das Magazin leer ist, musst halt mit ordentlich viel Rückstoß kämpfen, aber Feinde oder die Lebensenergie schmilzt relativ schnell. Ich dieses doofe Loch. Und auch schön, wie ich gesagt habe, die liegen schon sehr weit vorne und jetzt ist tatsächlich gerade der Ausgleich. Jetzt aber schon wieder ein Kill mehr für die Streamer. Aber ist alles ausgeglichen tatsächlich. Und so wünscht man sich das ja bei so einem Event. Und dann, wenn es dann in Runde 7 oder 8 geht, dann ist natürlich, liegen hoffentlich die Nerven blank. Nein, das ist ja voll die Scheiße. Ich muss natürlich auch erstmal vertraut machen, was bietet so die Karte, wo finde ich welche Items. Wir haben ja in der Pre-Show schon gesagt, es gibt ja diesen KI-Scan, den ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, wo man so ein bisschen die Umgebung scannen kann. Und das zeigt dir halt an, wo liegen mögliche Gadgets und Waffen zum Einsammeln. Gerade bei so einer engen Karte ist es natürlich auch super, wenn das alles eben so weit weg ist. Ja, und hier haben wir bei Acer gesehen, das ist halt etwa eine sehr, sehr valide Taktik in Halo, finde ich. Wenn du die Gegner quasi anknusperst und dann in den Nahkampf gehst. Genau, der Schlag bei Halo ist ja meistens direkt ein Kill oder sehr oft, wenn man die ein bisschen angeballert hat. Ja. Die sind gerade auch. Den darf man nicht unterschätzen. Unten ist einer im Hof, ja. Unten im Hof? Ist auch einer mit super Schild gedönst. Steht 23-23, super Schild gedönst, ist natürlich auch wichtig. Ja. Hier siehst du. Scheiße. Ja, wenn man halt jemanden mit Nahkampf anhaut, der halt volle Energie hat, muss man öfters zuschlagen. Und bei Halo natürlich auch das Spiel, was diesen dieses Wiederaufladen der Energie erfunden hat, glaube ich sogar. Dieses langsame, wenn man sich ja kurz versteckt und dann nicht getroffen wird in der Zeit, dass die Energie dann wieder aufgefüllt wird. Das hat, glaube ich, Halo erfunden. Ich glaube, es hat es auf jeden Fall populär gemacht. Ich glaube, das erste Spiel war The Getaway auf der PS2. Da konntest du dich so an die Wand lehnen. Und dann hast du quasi Gesundheit regeneriert. Ah, okay, gut. Wer hat diese dumme Strahlen, das wäre Halo. Aber ich weiß nicht, ob Halo oder Getaway früher kam. Also wahrscheinlich waren es beide Spiele relativ. Kann der Chat uns vielleicht beantworten? Ja, bestimmt. Den haben wir natürlich auch. Hier im Blick. Aber ich finde es schön, wie die Teams, wir hören jetzt hier das Home-Team. Da wird auch gut kommuniziert. Ja, wir können da mal reinhören, kurz. Wir machen es sehr gut. Jetzt bin bei euch. Fakt, ich bin tot. War das ein Gegner? Ey, immer Wirt, Mann. Wirt ist oben in der Mitte am Balkon. Das, weißt du, das ist nur Eddie und Nils, wenn das Gegner-Team. Ich bin von hinten. Aber ich bin auch fast tot. Ah, ich bin von Bödefeld getötet. Oh, ich hab ihn fast noch. Der Bödefeld, der hat nichts. Und wir gehen einfach drauf jetzt. Ja, schön gepusht. Fuck, der hat mich. Da ist aber noch einer. Ja, da ist einer dahinter und er hat mich weggeboxt. Wir sind da sind zwei. Einen hab ich noch. Einer ist da nur noch. Einen hat sie noch erwischt. Krass. Ja, da wurde getradet im Nahkampf. Aber das ist halt auch etwas. Ja, also ich bin, ich bin hinter dir. Hinter ja, euch? Sehr gut, bei mir ist einer. Aber unser Home-Team geht jetzt doch in Führung, ne? Ja, die haben sich so ein bisschen gefunden. Ja. Aber es ist immer noch eine sehr knappe Geschichte. Okay, noch drei Punkte vorne. Ja, es gibt bis 50. Ja, also, es dauert noch ein bisschen. Ich würde natürlich jetzt auch gerne wissen, wer von den Leuten die meisten Kills hat. Wir müssen das ja, können es ja eigentlich irgendwo, kann man es sehen. Wäre schon gut zu wissen für uns, wer die Schwachstelle im Team ist, ne? Damit wir so ein bisschen auf dem rumhacken können. Das ist auch etwas, was ich irgendwie gemerkt habe in meinen ersten Runden Halo. Es werden immer Granaten geworfen. Wenn du Granaten hast, immer Granaten werfen. Auch wenn du nur erahnst, da könnte jetzt jemand um die Ecke kommen, dann sollte am besten da schon einfach eine Granate liegen. Das macht man bei Halo sehr oft, ja. Granaten und Schlagen vor allem auch. Und versuchen, das Schwert zu bekommen. Das war auch immer eine meiner Lieblingstaktiken. Unten?
Ja, das Schwert ist ja, das, wenn, dann spawnt es halt auf der Karte. Aber es kommt halt auch so ein bisschen auf die Karte an. Hier auf dem Bazar werden wir sie, glaube ich, jedenfalls nicht sehen. Aber im Laufe des Abends, ja. Was ich sehr interessant finde, Bell nutzt halt die Sidekick, halt eine sehr, sehr populäre, naja, Pistole im Halo-Universum. Aber das, was ich so mitbekommen habe, ist, die ist nicht mehr so stark wie früher. Also die braucht schon irgendwie ein paar Schüsse mehr. Okay, noch 7 Punkte. Ich glaube, es sind insgesamt 7 Schüsse, die man braucht für einen Abschuss. Aber es ist ja so, ne, das ist ja auch so das Besondere an Halo. Du brauchst keine 7 Kopftreffer, du machst halt 6 Körpertreffer, der letzte Schuss ist ein Headshot und das reicht halt trotzdem. Guck mal, es ist ja schon sehr, sehr... Also sie brauchen nicht mehr viele Kills. Jetzt 7 Kills noch für das Home-Teams und 8 noch für die Streamer. Aber wir merken auch, ne? Es geht doch schnell. Die Stimme geht auch ein bisschen höher. Alle sind angespannt. Komm, die letzten... Wir gucken, hören noch mal rein. Hier hinter mir ist eine... Es ist nämlich sauknapp. Oh nein, sie führt! Nein, gleich dann! Oh nein! Bleib ruhig, bleib ruhig. Okay. Es ist wirklich super knapp. Hier seid ja, Spezialgegenstände sind gleich da, wurde angesagt. Vielleicht kann man die nochmal nutzen. Vielleicht sind sie dann das entscheidende da Werkzeug, um das Match zu entscheiden. Scheiße, die haben mich. Die waren zu zweit. Oh. Da haben wir gerade, glaube ich, 45, 44. Hier ist einer bei mir. Ich hab ihn. Sehr gut. Irgendwann schießt auch mich. Sechs. Oh Gott, das ist ja super krass. 47, 45 jetzt. Zwei Kills braucht ein Kill noch für das Streamer-Team und das war's. Da waren sie in Unterzahl. Nein! Der Walle. Kacke! Dann zeigen wir doch mal ganz kurz, wie sich das Streamer-Team freut, oder? Ja, wir haben wirklich knapp. Es war aber auch gut, wie du gesagt hast. Ich finde, das hat eigentlich Power gegeben. Ja. Man muss ja auch erstmal reinkommen, Leute. Lasst uns noch besser zusammenbleiben jetzt einfach. Ja. Das war auf jeden Fall sehr spannendes erstes Match. Wir haben gesehen, dass das Stream-Team früh in Führung gegangen ist. Dann kam aber das Home-Team zurück, konnte ausgleichen. Und dann in den letzten quasi. Lass uns da mal zuhören, was sie so sagen. Das ganz wir reden jetzt nicht. Stream-Team das Match für sich entscheiden können. Wir können ja mal kurz fragen, so das Stream-Team. Na, wie war's? Das erste Match gewonnen. Nach der anfänglichen Führung, dann wurde es noch mal richtig spannend. Wie war das erste Match für euch? Nils. Ja, es war, wir mussten erstmal reinkommen. Es ist ein komplett neues Spielgefühl für uns. Aber fürs erste Mal war es ganz okay. Wir sind eigentlich, glaube ich, alle nicht zufrieden mit unserer Leistung. Das stimmt. Mit wem seid ihr am wenigsten zufrieden? Nicht sagen, aber doch, ich fand, wir mussten erstmal reinkommen. Es war noch ein bisschen chaotisch. Wir haben gesagt, Simon und Wirt machen so ein bisschen die Ansagen. Wir kannten die Map noch nicht. Und jetzt wissen wir so ein bisschen, was Phase ist. Und ich glaube, jetzt in der zweiten Runde wird es auch deutlicher werden. Wir haben die, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, weil wir nicht gedacht haben, dass die schon so gut miteinander spielen. Aber die waren ein gutes Team. Die waren immer zusammen, war schwer. Ich bin froh, Esther enttäuscht nicht. Was? Schwierig. Sie ist schwierig. Sie enttäuscht nicht. Sie enttäuscht nicht. Das ist doch ein schönes Lob. Ist ja gut, dass Lob bekommen, danke, oder? Ja. Aber ich habe eine KD von 0, also es hat nicht viel gebracht. Ja, aber du hast gecarried im Team. Ich habe mir die Stats angeschaut. Aber wie gesagt, ich habe eine KD von 0. Ich habe euch auch viel gegeben. Das muss ich ändern. Ja, aber ja, du warst aktiv. Vielleicht du kurz warst mal das Home-Team fragen. Wie war das erste Match für euch, nachdem ihr früh ein wenig in Rückstand geraten seid? Fragen wir mal vielleicht Fabian. Dann seid ihr zurückgekommen. Es hat eine Menge Druck natürlich am Anfang aufgebaut, dass wir in diesen Rückstand geraten sind, weil wir uns erstmal einspielen mussten für 1-2 Minuten. Das hat uns etwas zurückgeworfen. Dann sind wir gut reingekommen und dann konnten wir dem Druck am Ende vielleicht nicht ganz standhalten. Es gab 1-2 unglückliche Situationen. Aber ich bin mir sicher, das wird jetzt nur noch bergauf gehen können. Und ich bin prinzipiell zufrieden damit, wie wir hier als Team im ersten Spiel aufgetreten sind. Ja, könnt ihr auf jeden Fall sein und euch auch schon mal ein bisschen mental vorbereiten für die zweite Runde, die wir gleich ausfechten werden. Und zwar bleiben wir im Team Deathmatch im Spielmodus Showdown, wechseln aber die Karte und zwar gehen wir zur Map Aufladung. Aufladung. Die hast du ja auch schon vorbereitet wahrscheinlich. Was kannst du uns zu der Map sagen? Ja, dann muss ich ja auch erstmal wieder ein bisschen scrollen. Ja, scroll doch ein bisschen. Ist wahrscheinlich ein bisschen größer, schätze ich mal. Weil kleiner geht's ja fast nicht. Nee, also das Krasse ist, bei diesen kleineren Spielvarianten, die wir jetzt hier erleben, in diesen 4-gegen-4 Matchtypen, da sind die Karten alle verhältnismäßig klein, finde ich. Also das ist etwas, was auch gerade bei den objektbasierten
Spielmodi merken wir jetzt gerade sowas Ähnliches, so wie Domination, wo dann halt Punkte eingenommen werden. Du kannst quasi vom einen Punkt zum anderen gucken. Und das ist etwas, woran man sich auch gewöhnen muss. Recharge bzw. Aufladung ist so von der Art ähnelt es ein bisschen Bazaar. Es gibt einen großen Raum in der Mitte, ist halt aber auch ziemlich verwinkelt und hat echt ein paar wirklich fiese Ecken zum Verschanzen, was halt so bei objektbasierten Modi wie Oddball, habe ich gemerkt, da hast du so ein, zwei Punkte, da kannst du dich gut mit deinen Teammates verschanzen und ja, dann halt Punkte sammeln. Aber jetzt gibt's noch Showdown und natürlich muss sich das Home-Team langsam anstrengen, ne? Nicht, dass sie jetzt wegziehen. Sich quasi so belagert und da, deswegen haben wir die da so schwer rausbekommen, weil die natürlich mit dem Schild halt schon ne, viel machen. rede ruhig weiter, die müssen natürlich. Was hast du gesagt, Simon? Ja, ist auch kein wir hören krasser euch, ja. Tipp, dass ihr mit dem Schild, mit Schild weniger. Die Map spielen wir ja wahrscheinlich nicht noch. Ach, die? Nee, jetzt gibt's die Map-Aufladung. Seid ihr schon alle im Spiel? Ich bin aber, ja. Die Teams stimmen aber leider nicht. Die Teams stimmen noch nicht. Könnt ihr das noch einmal eben. Ich glaube, Eddie ist bei uns. Das wollen wir natürlich nicht. Vielleicht ist das so ein automatischer Ausgleich. Das passiert halt so. Wir wechseln noch einmal die Teams und wenn alles fertig ist, dann geht's direkt rein in die nächste Team-Deathmatch-Challenge und zwar Aufladung. Ja, wir können ja auch mal an dieser Stelle vielleicht einfach den Chat fragen, so ey, lieber Chat, was passiert hier schon? Was glaubt ihr, welches Team wird heute Abend das Rennen machen? Würdet ihr ja gerne mal in den Chat schreiben, würde mich auf jeden Fall interessieren. Luke nehme ich immer mal wieder ganz gerne in den Chat rein. Du wärst jetzt bei uns. Ja. Und ich glaube jetzt Team Gunnar finde ich auch auf jeden Fall fair. Auch gut. Ja. Team Caster finde ich auch nicht schlecht. Wir gewinnen eh immer. Weil wir halt so super nah an der Action dran sind und mitfiebern können. So, ich glaube aber jetzt sind die Teams richtig. Stimmt das? Und ich glaube, wir könnten ins Spiel gehen und es geht nämlich jetzt schon los. Wie ich das sehe da auf dem Multistream. Rechts neben mir. Da gehen wir doch mal ins Spiel. Jetzt einfach so, und es geht direkt los. Es entsteht nämlich Spiel schon neu gestartet, oder was? Hey, was passiert jetzt? So, ja, jetzt wird das Spiel neu gestartet. Die Teams sind jetzt richtig. Übrigens und hat Nils ja sehr das andere Team gecarried. Und ich behaupte, das liegt daran, dass er einen 144-Hertz-Monitor hat. Ich finde, wir da mit Abstand der. Danke, was habe ich gesagt? Ich habe Nils verstanden. Achso, nee, nee, Wirt meine ich. Jetzt wird natürlich Valentin schon die Ausreden. Ja, fairerweise sagen. Simon auch. Ja, auf jeden Fall. Eddie und Nils haben auch mitgespielt. Ja, die waren dabei. Sucht er die in den falschen Monitoren? Aber ja, konzentrieren wir uns ganz auf die Starken und machen die irgendwie platt. Also das ist natürlich auch interessant, das könnten wir vielleicht später mal fragen, wer bei welchen Teams mit Controller bzw. mit Maus und Tastatur spielt. Das stimmt, also es wurde gerade gesagt, dass wird offensichtlich einen besseren Monitor hat. Ja, mehr Frames ist auf jeden Fall mehr Skill. Hier sehen wir, haben wir gerade gesehen. Hey, ja, okay, das war ja alles auf einmal plötzlich. Die sind halt an den Wänden, die muss man sich erstmal quasi abgreifen. Und das ist auch etwas, was man tatsächlich oft machen sollte, weil die Waffen, die man hier so findet, halt auch einfach, finde ich, oftmals besser sind als so diese klassische Assault Rifle, mit der man startet. Ja, die ist auch langweilig. Also die ist schon so im Notfall. Die geht schon im Notfall, genau. Kann die schon dein Leben retten. Ich will zu euch. Aber, du hast deine komische Powerwaffe, die bringt dir nämlich man sollte schon nichts, wenn du zwei zusehen, dass man sich halt irgendwie an was anderem. Keine Granaten mehr, bitte? Naja, quasi. Vergreift. Hinter mir kommen welche. Ich muss auch respawnen. Ich weiß immer nicht, ob Gamma hier sehen wir wieder. Ich bin Gamma. Okay. Das Stream-Team in Rot mit einem besseren Start führt 6:3. Kommt er durch? Aber das Team ist jetzt sehr schön zusammen hier von dem Home-Team. Also sie sind alle hier auf der einen Seite. Einer hat ein Schwert. Aber natürlich ist das eine Gefahr für Granaten dann, ne? Muss ich das Schwert holen, bitte? Flankiert hier Valentin sehr gut. Aber geht wieder zurück. Warum das denn? Ja, aber das Schild ist angeknuspert, da könnte man sich jetzt den Kill holen. Ich behalte es einfach mal. Ich kann damit nicht viel anfangen. Steht 5:7. Hier sehen wir die Adler. Wir haben das. Zu viele. Da kommen zwei mindestens. Die kriegen mich jetzt. Wir haben gesehen, die Niedler war gerade noch nicht vorhanden an der Wand. Und wir haben auch gerade gehört, dass Nils rausgeflogen ist. Das ist natürlich super schade, aber das Spiel befindet sich ja aktuell noch in einer Beta-Phase. Er joint nach und wird dann hoffentlich gleich wieder dabei sein. Das zählt trotzdem. Da muss man die Technik im Griff haben. Und nicht irgendwie aus Versehen in Glitches reinraten. Das ist dann seine eigene Dummheit.
Esther hier schön Gegner angeknuspert in den Nahkampf. Aber das ist halt auch das Problem an so kleinen Maps. Es sind, ist zwar nur 4 gegen 4, aber wenn du jemanden umlegst, man läuft, da wartet der Nächste auf jeden Fall schon. Direkt und, immer in der Gegner. Ja, und meistens ist er auch hinter einem. Ja. Nils kommt hoffentlich gleich wieder ins Spiel. Versucht nicht zu sehr in der Mitte darum zu. Aber es sieht ja trotzdem sehr, sehr gut aus. Sie schaffen es auch gerade ohne Nils irgendwie noch dran zu bleiben. Ein guter Call von Bell gewesen, geht nicht in die Mitte rein. Das ist natürlich etwas, was wirklich wichtig ist. Du hast nämlich genügend kleinere Gänge außenrum, die du nutzen kannst oder wo du dich auch positionieren kannst, wie wir es hier kurz sehen konnten, um dich, ja, falls jemand durch die Mitte läuft, um den halt abzufangen. Es wird natürlich gleich zu Diskussionen kommen. Da müssen wir uns schon ein paar Ausreden einfallen lassen, warum das doch fair ist, dass Nils, wenn er rausfliegt, natürlich draußen ist. Dann müssen wir schon was einfallen lassen gleich. Ich hoffe, du übernimmst das. Nur damit du da bereit bist. Weil da wird Diskussionen kommen, wenn die verlieren sollten. Auf dich hören sie mehr als auf mich. Runter. Wir sehen hier, das Overcharge-Shield liegt natürlich im großen Raum in der Mitte, unten auf dem Boden. Wenn man sich das schnappen möchte, ist man oftmals gefundenes Fressen. Es sei denn, man nimmt den Grapple-Shot. Weil da kannst du halt auch Items ranziehen quasi. Wenn du sagst, oh, ich will da jetzt nicht unbedingt hinlaufen, nimmst du einfach deinen Grappling-Hook und holst das Item zu dir. Ja, diese Sachen würden auch noch nicht so oft benutzt, aber wahrscheinlich der Grappling-Hook wird wahrscheinlich auch eher in den späteren Maps, wenn es darum geht, Autos zu klauen oder sowas zum Einsatz kommen. Also werden wir hoffentlich alles noch heute Abend sehen. Aber wir fangen ja auch erst an. So, Nils ist immer noch nicht wieder drin, glaube ich. Das sieht immer, wenn ich kein Schild mehr habe. Und jetzt ist hier leider mein Rechner auch ausgegangen. Gerade im Chat gesehen, das stimmt natürlich, ne? Wenn das gegnerische Team weniger Spieler hat, kann man halt auch weniger Leute killen. Aber Nils ist wieder unterwegs. Wieso geht denn dieser Rechner einfach aus? Joint der Partie. Wird dann wahrscheinlich freudig erkennen und sehen, dass seine Teammates gut geschlagen haben in seiner Abwesenheit. Unentschieden immer noch. Aber natürlich, ja klar. Also man kann auch weniger getroffen werden. Aber es ist schon im Vorteil, wenn man mehr Spieler hat natürlich. Ich glaube, beide Power-Items befinden sich immer noch auf der Map. Wir haben das Schild meistens in der Mitte der Map, in dieser großen Halle. Aber es gibt noch eine Powerwaffe, die befindet sich, ich glaube, der Spot heißt Hydro hier, quasi auf der anderen Seite. Das ist so quasi ein hier sehen wir es, war es ganz kurz ein Spot, ja, umringt von unter Strom gesetztem Wasser. Da musst du erstmal drauf springen und wenn du da halt falsch timest, kannst du halt auch einfach statt zum Item in den Abgrund springen und bist halt draufgegangen. Ach, ich bekomme auch richtig Bock, das gerade zu spielen tatsächlich. Wir haben uns gleichzeitig aus. So eine Session am Wochenende, vielleicht ist das mal drin. Ja, wir sehen hier Bell. Griff zum Kampfgewehr, auf jeden Fall eine sehr solide Waffe. Esther hat sich das Energieschwert geschnappt bei diesem Power Weapon Slot. Ja, das liebe ich ja, ne? Guck mal, eins Richtung Nahkampf. Hier ist es sehr interessant, wenn du mit der Energiewaffe unterwegs bist, mit dem Energieschwert, siehst du an dem Fahnenkreuz, wann du quasi in Trefferreichweite bist. Dann wird es rot. Und auch selbst wenn du ein bisschen weiter weg bist, kannst du quasi zum Angriff ansetzen. Genau, und natürlich einen Schlag jetzt und dann One-Shot-Kill. One-Shot-Kill, genau. Das ist halt echt eine Überwaffe, wenn man da drankommt. Gerade in so engen Gassen und sowas, da lauern halt die Gegner hinter den Ecken. Aber du musst mit dem Energieschwert auch ein bisschen aufpassen, weil du startest natürlich mit 100% quasi Energie. Und jeder Treffer, den du setzt, reduziert halt diese Energie. Wir sehen, Esther hat nur noch 27% Energie. Das sind, glaube ich, nur noch so 4-5 Angriffe oder 4-5 Treffer, wohlgemerkt. Wenn du einfach ins Leere schlägst, kostet dich das keine Energie. Aber wenn du die alle gemacht hast, bist du aber trotzdem sehr gut damit gewesen. Und wahrscheinlich ist das. Das passiert fast nie. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass ich alle Schläge gemacht habe. Ich werde auch immer umgelegt. Also natürlich auch ein sehr schnelles Spiel, ne? Nahkampf finde ich gar nicht so einfach, weil halt die Gegner auch immer hektisch hin und her laufen. Und jetzt ist die Ladung mit dem Energieschwert weg. Aber es ist halt geschafft, einfach das komplette Schwert aufzubrauchen. Was? Ist aber immer noch relativ ausgeglichen, ne? 34, 36? Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob Nils jetzt schon wieder im Spiel ist. Ich glaube schon. Okay, einen habe ich. Jetzt ist es auf jeden Fall wieder ausgeglichen, aber
Das Spiel ist natürlich trotzdem nicht aus den Händen geglitten. Das ist schon erstaunlich. Da oben ist einer. Ja, schön flankiert. Dann den Kill geholt, die Plasmagranate geworfen. Aber nichts damit getroffen. Der Sieg steht kurz bevor. Noch 10 Kills für das Streamer-Team. Und dann schaffen sie es. Oh, aber es wird knapp, ne? 39-40. Ja. Walle ruht sich kurz aus. Lässt die Lebensenergie wieder aufladen, auch das Schild. Ja, machen wir jetzt. Komm. Wird gefragt, was wird jetzt gemacht? Vielleicht hören wir kurz rein. Ja, die letzten Minuten finde ich immer sehr spannend, natürlich. Ich hätte eine Granate reinwerfen sollen. Wir haben alle kein Schild gerade. Oder zwei. Oh Gott. Nein, wie dumm auf die Granate gesprungen. Ja, das sind halt diese Pre-Nades, ne? Okay, die sind hier durch. Jetzt ziehen sie auch vorbei. Da mal. Esther auf jeden Fall, was wir sehen können. Oh, in diesem mein Match, Schwert, Vorsicht. Heftig in den Nahkampf. Ja, ich hab ihn. Nice. Jetzt kann sie noch das Schwert schnappen. Ist auf jeden Fall sehr viel. Ist einer hinter dir. Sehr viel mit dem Schwert unterwegs. Dann müssen wir gleich mal fragen. Ist hier noch bei uns? Jo. Scheiße. Fast ausgleichen. Das steht 44, 47. Ah, die Zeit läuft. Beziehungsweise das Abschusslimit. Rennt Esther so ein bisschen davon. Zwei Kills noch. Einer noch. Und das. Ja, aber sind die dann so erfolgreich? Ja, so aussieht schon. Also ich war eben auch damit erfolgreich, tatsächlich. Okay, ich hab den Schwerträger. Das war der 50. Kill. Somit steht es 2-0 für das RBTV Stream Team. Wir sehen hier nochmal ganz kurz. Wir können mal ganz kurz gucken. Wir haben auf jeden Fall die meisten Abschüsse, glaube ich, gemacht. Der hat richtig gut abgeliefert. Also auch wieder vom Matchablauf relativ identisch, mehr oder weniger. Ja. Das Streamteam mit einem guten Start, dann ist es ziemlich ausgeglichen und am Ende, es wirkt ein bisschen so, als würde das Streamteam den etwas kühleren Kopf bewahren. Ja. Und das Match nach Hause fahren. Und jetzt muss ich mal ganz kurz einmal bei dem Streamteam nachfragen, wie geht's euch? Und Nils, was war bei dir denn los? Eigentlich müssten wir deswegen darauf bestehen, dass wir die Runde wiederholen. Mein Spiel ist abgestürzt, einfach so. Nach einigen Frags. Und dann musste ich es komplett neu laden. Das heißt, mein Team war wahrscheinlich 70% der Zeit zu dritt. Ja, ihr habt durch einen Bot gespielt dann, ne? Also eigentlich müssten wir neu starten dann. Da wird ja ein Bot dann automatisch reingeschickt, wenn ein Spieler rausfliegt. Doch, da fliegt kommt ein Bot rein. Fabian, jetzt fällt natürlich jetzt früh ein, aber wenn ihr wollt, machen wir es halt nochmal. Nein, wir machen es nicht nochmal. Ihr habt verdient gewonnen, natürlich. Ist natürlich auch mal so ein bisschen das Problem. Das ist kompletter Quatsch, da war kein Bot. An einer Multiplayer-Beta, also das Spiel befindet sich noch in Beta-Fassung quasi. Aber Wirt, 21 Kills, was war denn da los? Glück. Ich würde mal sagen, Glück. Und dann kam Esther mit dem Energieschwert, was ich mir eigentlich geholt habe, weil ich gestorben bin. Und man hat einfach gemerkt, sie hat richtig Probleme mitgemacht. Aber trotzdem, ich würde sagen, es war Glück. Ja, man konnte leider nicht mehr Esthers Kills sehen alle, aber ich glaube, mit dem Energieschwert hat sie ja mindestens 7 Kills gemacht. Ja. Also es waren ja 20 Kills, ich glaube 19 davon im Nahkampf. Kannst du mir nicht erzählen. Ja, ich glaube auch. Problem gemacht. Ja, ich schnapp mir aber immer das Schwert, sobald der Gegner, der das hatte, tot ist, einfach damit er es nicht mehr bekommt. Ich habe selber überhaupt keine Ahnung, wie man damit umgeht. Naja, das hat man aber nicht gesehen. Dafür sah das aber ganz gut aus. Dafür war das wirklich extrem. Ja, ich habe auch mein Bestes getan, ich war sehr nervös, aber es hat funktioniert, wie es aussieht. Ja, steht jetzt 2-0. Wie wollt ihr das denn aufholen jetzt noch? Das sind doch viele Matches, oder? Ja. Das kriegen wir schon hin. Wie sieht's denn bei euch mit Festungen aus? Yes, kann ich. Kannst du gut? Ja, guck mal. Jetzt hab ich's aber gesagt. Jetzt verkacke ich das Scheiße. Ja. Ihr könnt euch auf jeden Fall noch mal ein wenig eingrooven und eine Strategie austüfteln, denn wir machen eine ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung, nur ein Spot, dann kommen wir wieder zurück und dann geht's weiter mit den nächsten Matches und mit neuen Modi. What do you get the ruler who has everything? More. Thank you.
Ja. Herzlich willkommen zurück zum großen Halo Infinite Multiplayer Rocket Beans Super Battle heute Abend. Wir haben die ersten zwei Matches schon gesehen und das Stream-Team konnte mit 2 Siegen in Führung gehen. Aber jetzt wechseln wir den Spielmodus zu Festungen und da kann sich das Blatt wenden. Ja, und ich wollte dich eigentlich fragen, worum es genau in Festungen geht. Das ist so ein bisschen, das heißt ja bei jedem Spiel irgendwie anders. Mal heißt es Domination, mal heißt es Hardpoint, glaube ich auch. Es ist halt ein objektbasierter Spieltyp. Es gibt mehrere Punkte auf der Karte, die man einnehmen muss. Ich glaube, es sind in der Regel 3. Und wenn man die Mehrheit eingenommen hat, 2 Punkte zum Beispiel, dann sammelt man Punkte für das eigene Team, Punktekonto. Es geht um 200 Punkte. Wer das Team, das zuerst 200 Punkte hat, gewinnt am Ende dieses Match. Und ja, wenn das Team fertig ist oder beide Teams fertig sind, dann können wir eigentlich auch schon ins Spiel gehen. Wie sieht's aus bei euch? Ready. Simon ist, glaube ich, noch ready. Auf dem Simon weg, aber wir können ja trotzdem schon starten, was? Jetzt ja, bin ich schon mal nicht da, oder? Dann kommt Simon ihn so ein bisschen. Wie kann ich denn von Anfang an ins richtige Team? Das geht, glaube ich, nicht. Wir müssen gemütlich zurück. Sehen wir auch nochmal Pöddel. Ne, freut sich auch. Der kleine Hund. Aber das heißt, ihr müsst gleich alle ins Adler. Wir sollten ja, doch stimmt, immer wir müssen, guck, wir müssen alle wechseln. Halo? Ja, aber das können das wir jetzt ja auch nicht machen, glaube ich, oder? Nee, gleich. Ja, ihr müsst einmal das Spiel starten und dann einmal alle das Team ins richtige wechseln, Team gehen genau. Und dann das kriegen wir hin. Geht's hoffentlich gleich Team los. Home. Genau, die erste Team Karte, die wir Team spielen ist werden, ist, glaube ich, Fragmentation. Eine Karte, die ich auch schon gespielt habe. Ich habe nachgelesen, sie ist inspiriert von der Halo-Map. Hast du die ersten Halo-Teile Multiplayer gespielt? Halo 3? Ich habe Halo 3 war das erste Halo, was ich gespielt habe, aber auch immer nur mit Freunden. Und gesagt, fragt mich nicht. Kommt dir die Map Valhalla bekannt vor? Valhalla kennt man natürlich, ja. Ja, daran ist sie so ein bisschen inspiriert. Ist eine Map, die ja auch überall Sprungpads hat. Also man kommt super schnell von A nach B, kann dadurch halt Gegner überraschen. Und ich bin mal gespannt, wie sich die beiden Teams dann schlagen werden. Ja, ich wollte vielleicht auch mal das Team fragen, wie sieht's denn aus bei euch? Seid ihr bereit und wie seht ihr das bei Festung? Team Streamer, habt ihr schon mal Festung gespielt? Ja. Also das geht sehr weitläufig nach vorne. Ja, lasst mal eine andere Map machen. Nein, wir spielen hier keine andere Map. Was ist das denn hier? Alle Maps sind vorher diskutiert worden, Fabian. So, jetzt ist Eddie alleine im Cobra. Ja, ich finde auch. Okay, die Teams müssen sich beide noch ein wenig eingrooven. Was glaubst du denn? Jetzt mit. Naja, nach Estes Ansage hier gerade erwarte ich natürlich auch, dass sie jetzt viele Punkte holt und da mit hoffentlich auch den Sieg, weil wir wollen ja jetzt kein 3-0 zu Beginn schon haben. Wir wollen schon, dass es ein bisschen ausgeglichen ist und wir sind ja auch heimlich für Team Home, weil die auch alle hier oben sind. Ja, aber es ist natürlich auch wirklich spannend zu sehen, ob wir tatsächlich bei Fragmentation bleiben, weil das halt eine Big Team Battle Map ist, wo normalerweise 16 Spieler unterwegs sind. Ja. Der Reiz daran ist natürlich, es gibt Fahrzeuge. Ja. So, und ich höre gerade, wir können gleich losstarten. Wir laden gerade die Map und da sehen wir schon Valle in seinem Kampfanzug und hier Esther auch. Ja, schon so ein bisschen so im Master Chief Cosplay, ne? Ja. Mit der grünen Rüstung. Ist auch das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe. Direkt grüne Rüstung, goldenes Visier. Und natürlich. Ja, wer fährt denn dieses Fahrzeug hier? Ich mach so, das mal. Da mir geht's ein. Schon darum. Ich fahr gar nicht. Wie wechsle ich den Platz? Mit A. So, alle, das Fahrzeug, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, alle zusammen mit einem Fahrzeug loszufahren. Ist natürlich auch ein bisschen tricky, weil, oh, die sind da schon. Also, das Fahrzeug hat ja keine Waffen. Ja. Und wenn du dann irgendwie jemanden hast, irgendwie so ein Warthog mit Gatling oder Raketengeschütz, wenn das dann einmal Maß nimmt, kann es sehr stressig werden. Hast du mal ein Spiel professionell gespielt eigentlich? So richtig professionell? Ja. Nee, tatsächlich nie. Ich hatte immer mal wieder so Ambitionen. Ich hatte ganz früher Ambitionen, bei Burnout 3 Takedown bei der PlayStation-Liga mitzumachen. Und war eine kurze Zeit unter den besten 100. Das ist schon gut. Aber das war's dann auch. Und wir sehen hier, dass das Stream-Team auf jeden Fall sich mit den Fahrzeugen schon ein bisschen positioniert hat. Genau, ihr seht auf jeden Fall auf der Karte, ihr seht jetzt gerade rechts dieses A zum Beispiel, das sind diese Punkte, die da eingenommen werden müssen, um diese Punkte hier zu bekommen. Eine Powerwaffe, das Scharfschützengewehr macht direkt einen Headshot. Weil die Bombe noch gar nicht eingenommen ist. Ja, die Bombe 2 Punkte. Genau, A ist schon eingenommen von. Wo ist denn A? Wo ist denn B und C?
Ja, ich suche das gerade. Ich bin von dem. Base, aber nee, Moment mal. Da ist es nicht. Also mir wird nur A angezeigt. Mir auch. B. Wahrscheinlich muss man ohne Scheiß beide Punkte haben, damit irgendwo eine Tür aufgeht. Genau, man muss zwei Punkte einnehmen. Das ist doch bei dem Big Team Battle, das dass nicht. Man hier Points. Was ist das für ein Scheiß? Aber ich weiß auch nicht, ob die sich so richtig um die Punkte bisher gekümmert haben. Ne? Das sieht nicht so aus. Vielleicht weil es so eine große Menge. Ja, es ist jetzt auf jeden Fall. Aktuell scheint es noch ein bisschen mehr den Fokus auf tatsächlich Kills zu geben. Es gibt auf jeden Fall bei Big Team Battle eine Art von Domination bzw. Festungen, das etwas anders funktioniert. So, jetzt sind sie alle bei Team A und haben ihn eingenommen. So, und jetzt fehlt noch Punkt B. Wenn die B einnehmen, dann punkten sie ja. So, da kam wahrscheinlich gerade die Plasmagranate zum Einsatz bei dem Fahrzeug. Das bedeutet, du kannst das Fahrzeug quasi nicht bewegen. Ist wie so ein EMP-Angriff. Und dann hat Fiat zugeschlagen. Wo sind sie denn? Der Modus. Wir sind da, glaube ich, immer noch da oben. Oh, Alter, sind Entschuldigung. Die hey, kämpfen wir gerade nur Hachi, um A? Mein Schatz. Der Rest? Das weiß niemand. Ja, hier wird noch nicht so richtig verstanden, worum es geht. Ja, aber es ist also, ja tatsächlich ein bisschen was komisch, weil ja. Ich auch gerade nicht verstehe, weil das rote Team hat doch A und C gerade, oder sehe ich das falsch? Ja, das erweckt auf jeden Fall so den Eindruck. Wenn sie sich jetzt B schnappen, es ist die Frage, ob tatsächlich jetzt halt die Big Team Battle Variante gespielt wird von Festungen. Weil das funktioniert dann nämlich so, dass du alle drei Punkte einnehmen musst, um einen Punkt zu bekommen. Und dann geht es trotzdem noch um 200 Punkte. Dann sitzen wir. Nee, ich glaube, es sind dann tatsächlich weniger Punkte. Die sind alle bei mir. Genau, jetzt hat B. Ich fang mal an. Gut, hier ist noch sehr viel Verwirrung. Wir haben einen Sniper gegenüber. Ich glaube, wir haben jetzt einen Sniper. Da sind aber drei Leute. Die kommen jetzt alle hier. Okay, ich bin ja, ich bin bei dir. Wir sind alle bei A jetzt. Also man hört auf jeden Fall die kollektive Verwirrung hier. Ja, such du mal B, genau. Heck. Und es wird jetzt Punkt B gesucht, der nicht angezeigt wird auf der Karte offenbar. Wahrscheinlich, ja. Hey, und niemand so genau weiß, wo ist denn Punkt B? Das ist so ein bisschen wie der Stein der Weisen bei Harry Potter. Man weiß nicht so richtig, gibt's den wirklich? Wo ist der? Na, Fabian hat sich ein bisschen abgesetzt, begibt sich auf die Suche. Ja gut. Also ich kann euch sagen, ich weiß schon ein bisschen rum, ich habe noch keinen Punkt. Oh, du hast mich fast umgefahren. Fabian ist jetzt so ein bisschen der Scout und sucht Punkt B. Ich bin bei A ganz alleine und ich bin tot. Ja, es macht ja nichts, die punkten ja nicht, wenn niemand B findet. Ja, im Moment immer noch 0-0. Wird B auch erst nach 5 Minuten freigeschaltet. Kann auch sein. Ja, aber das wäre doch irgendwie... Okay. Ja, Quatsch. Ich rate. Ich rate nur. Ja. Kollektive Verwirrung, wir können ja mal in den Chat fragen, wenn jemand weiß, wo Punkt B ist, dann könnt ihr das natürlich uns mal gerne in den Chat schreiben. Wir geben es natürlich nicht weiter, aber es wäre für uns vielleicht auch ganz gut zu wissen. Diese Map hast du noch nicht gespielt, oder? Doch, allerdings immer halt nur im Big Team Battle. Also wenn halt tatsächlich Teams oder zweier Teams aus 8 Personen gegeneinander antreten, ist natürlich ein bisschen mehr los. Es gibt halt auf jeder Seite eine große Basis, wo du dich halt auch idealerweise mit anderen Waffen ausrüstest. Da sind halt viele Waffenspawns. Es gibt aber auch an den Seiten so kleine Schlupfgänge und ich glaube, es gibt auch also Höhlen. Ich habe gerade im Chat gelesen, es ist wohl ein Bug, dass der B-Punkt nicht existiert, weil das müsste eigentlich in der Mitte sein. Und wenn das jetzt stimmt, dass das wirklich ein Bug ist, haben wir natürlich ein Problem, dann wird es wahrscheinlich 0-0 enden. Ja, ich suche A. B. Was soll ich machen? Ja, wahrscheinlich. Also wir werden jetzt gleich nochmal für euch zur Info, lieber Chat. Wir werden das Match nochmal neu starten, denn wie ihr im Chat geschrieben habt, ist es wahrscheinlich so, dass der B-Spawn nicht geladen ist. Wir müssen das einmal mal ganz kurz den Leuten auch mal verraten. Können wir mal ganz kurz mit den Streamern reden? hört ihr uns vielleicht? Hallo? Hört ihr uns? Ja, hallo, ja. Aber ich glaube, es gibt jetzt gerade einen Bug, dass der Punkt B einfach nicht existiert. Und normalerweise sollte er in der Mitte der Map sein. Ja. Und deswegen haben wir ein kleines Problem und deswegen starten wir die Map nochmal am besten einmal neu und hoffen dann, dass der Punkt B auch wirklich auftaucht. Ja. Okay. Das wäre schön, ja. Cool, wir haben uns schon gewundert. Immerhin hat ihn keiner von uns gefunden. Der sollte normalerweise in dem Tunnel in der Mitte sein. Oh, danke schön. Wer geht zum Tunnel zuerst?
Hören ich glaube, die anderen können uns noch hören. Ja, so, dann versuchen wir es nochmal mit Punkt B. Match wird neu gestartet. Aber wie gesagt, alles noch in der Beta-Phase, da kann sowas mal passieren. Oder programmiert ihr erstmal ein besseres Spiel? Dann fahren zwei zu. Ich sehe immer noch nur A. A sehen wir. Jemand muss noch Fahrer sein, ne? Ja, weil ich steig gut, B sehen wir auch nicht gerade. Wir fahren alle mit dem ohne. Ja, stimmt. Sollen wir umdrehen? Oder? Nee, mach einfach A. Wir, suchen jetzt mal, B. Wir sind schon bei A. Aber wir fahren jetzt zu B, okay. Aber gibt's den Punkt Tunnel B? In der Mitte. Ja, hier wahrscheinlich. Ich glaube, hier, der ist das. Also, das ist der einzige Tunnel in der Mitte, den ich kenne. Aber wir sehen keinen Punkt B. Aber hier ist B nicht. Ich hoffe ein bisschen, dass wir nochmal. Es gibt noch einen Tunnel. Also, hallo? Hört ihr uns wieder? Ich glaube, es gibt immer noch das Problem und wir würden vielleicht einfach mal eine andere Map nehmen, das wo es funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, welche Map man da nehmen kann. Hast du eine, Kuro? Also grundsätzlich, glaube ich, bieten sich fast die allermeisten Maps auch für diesen Spielmodus an. Was tatsächlich sehr witzig wäre. Ja, komm, Kuro, entscheide jetzt mal eine Map. Ich schaue mal eben kurz, welche Maps wir sonst noch so nutzen. Ja, Straßen nutzen wir auch. Aber wie wär's denn? Ich muss erst mal kurz gucken, welche Maps haben wir. Wir könnten, okay, was sagen wir? Wie wär's denn mit? Wäre theoretisch Live-Fire möglich? Live-Fire spielen wir, glaube ich, sonst nicht, nee. Ja, gut, dann geben wir das mal weiter. Also, falls das irgendwie möglich ist, aber abgesehen davon, grundsätzlich, ja. Alle Maps gut. Okay, ja, also es ist tatsächlich. Das Ding ist bei Halo, die Multiplayer-Maps sind ja, also es ist ja nicht so, dass man relativ oft eine klassische Three-Lane-Map hat, ne? Dass du halt links einen Gang, rechts einen Gang, kannst durch die Mitte. Ist halt oftmals auch sehr asymmetrisch. Und dadurch, ja, ich würde echt gerne mal wissen, so von so Shooter-Fans, was sie tatsächlich bevorzugen, weil aus meiner Zeit bei Call of Duty, wenn ich das so gespielt habe, sind halt einfach auch viele Menschen, die sagen so, ich mag so diese klassische Three-Lane-Map, diese simple Struktur lieber als sowas Asymmetrisches, ist natürlich mit dem Balancing dann auch nicht so einfach. Bin ich mal gespannt, wo wir tatsächlich am Ende, obwohl hier sehe ich gerade, Kampfübungen spielen wir theoretisch später auch. Ach so, spielen wir doch noch einmal Live-Fire. Spielen wir noch einmal Live-Fire? Wo? Also, es ist ja Kampfübung auf Deutsch. Ach so. Ach, die Map Kampfübung. Okay, ja gut, die Map habe ich natürlich den deutschen Namen hier stehen nur. Gut. Aber wir können ja mal fragen, wie es denn aussieht da gerade. Habt ihr eine Map? Nee, wir sind in gar keinem Spiel oder einer Lobby. In der gar keiner Lobby. Okay, alles klar. Das wird ja auch erstmal wahrscheinlich so ein bisschen erstmal wieder dann sortiert und eingestellt. Und dann muss man sich finden. Aber wisst ihr denn, welche Map wir jetzt spielen wollen? Nö. Vielleicht ist es auch ganz interessant, wenn das einfach so, also eine Überraschung ist. Kann man da auf random stellen? Ich glaube nicht, dass man auf random stellen kann. Wie komme ich zu euch, Leute? Wo seid ihr hin? Tatsächlich. Wir sind alle, wir wollten zu der Kruse durch und das hat aber nicht geklappt. Und deswegen sind wir jetzt irgendwo anders. Gut. Aber wir müssen eh alle nochmal neu irgendwo hin. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die. Ja, ansonsten sich darum haben wir ja zwei Maps gewonnen, sonst würde ich sagen. Ich denke schon, dass sich darum gekümmert wird. Ich will auf jeden Fall noch, ich will noch mal die richtig niedermachen. Ja, auf jeden Fall das Team Spirit das Stream Team beim Stream Team ist immer noch super hoch. Wir haben immer ganz geleckt. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, oder Kuro kam das gerade. Wer spielt denn eigentlich von euch mit Tastatur und wer mit Gamepad? Wir spielen alle mit Tastatur bei uns im Team und die spielen alle mit. Ach, guck mal, alle What? Full Gamepad Squad? Nee, ich hab Tastatur. Hast du das eine Maus bei Valentin? Ach, was ist eine Maus? Oh, sorry, ich konnte es nicht so gut sehen. Ah, ist lustig. Und alle uns natürlich mit Maus. Wir sind voll da reingekommen. Full Keyboard Squad. Ist natürlich jetzt auch die Spekulation. Warum bin ich jetzt Beobachter? Es wird ja gesagt, so, ey, mit Maus und Tastatur hat man halt einen Vorteil, weil man irgendwie schneller, präziser spielen kann. Ich bin so ein bisschen der Meinung, wenn du mit Controller spielst und so ein bisschen Auto-Aim hast, dann ist es, glaube ich, dann ist das vielleicht, dann verschwimmen so ein bisschen die Grenzen. Gerade wenn du halt, ich meine, das ist wahrscheinlich wirklich so, wenn du jemanden hast, der gut am Pad ist und gleich gut jemand Maus und Tastatur, dann hat er mit Maus und Tastatur wahrscheinlich einen Vorteil. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier so ein bisschen gemeinsam spielen,
sind die Unterschiede nicht ganz so groß. Ja, sonst hätten wir es ja auch festgelegt. Also es kann jeder. Aber im Zweifelsfall, ne, kann man ja vielleicht auch sehen, wenn es so weitergeht und das Streamteam die ganze Zeit rasiert, weil es exklusiv mit Maus und Tastatur spielt. Ist natürlich Maus und Tastatur Master Race. Klar, Vorteil, ja. Hier wird im Chat geschrieben, Auto-Aim ist nicht schneller als gutes Maus-Aiming, aber es hilft natürlich trotzdem. Genau, sonst wäre es oder Aim Assist unfair wahrscheinlich. Also sonst mit dem Controller kann ich das auch nicht so gut. Ne? Games Media schreibt, ich gewinne die meiste Zeit mit Controller gegen Maus und Tastatur. Ja, das, dann bist du einfach extrem gut. Ich muss sagen, ich habe jetzt Halo auch mit Maus und Tastatur gespielt und ein bisschen mit Controller. Fühlt sich beides tatsächlich ganz gut. Ja. Ich habe mir aber eine Sache, die mich tatsächlich extrem genervt hat, ist, ich habe es umgestellt. Und zwar ist die Interaktion-Taste, glaube ich, auf E und die Nahkampftaste auf F. Und für mich ist es eigentlich so, wenn ich Shooter spiele, ist Interagieren immer F. Und im Nahkampf habe ich dann mir auf E gepackt, weil ich dann halt eher, glaube ich, mit dem Zeigefinger auf E als auf F komme. Das ist so ein bisschen, ne? Macht es tatsächlich Sinn. Im Nahkampf habe ich, glaube ich, immer auf Q gerne. Ja, Q ist halt Equipment. Ne? Ah ja, wechselt, sehr schnell wechselt, ja. Mhm. Na gut, das ist, hat jeder irgendwie seine eigenen Präferenzen. Ich höre gerade, Nils habe ich, glaube ich, gerade gehört. Was ist denn bei denen los jetzt? Sind die in einem Spiel? Oder wo du im Untergrund rumlaufen kannst, wo der Sniper in der Mitte erscheint. So, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr in einem Spiel? Nein, wir haben hier nicht die Option. Ich habe mal gesagt, ich soll eine neue Einladung annehmen, aber die ist alt. Kann ich noch mal eine andere Einladung bekommen, bitte? Na gut. Ich auch. Also ich bin ja, noch alleine. Okay, die Teams müssen sich erstmal noch finden. Ja, ich bin auch alleine irgendwo. Ja, ich auch. Alle bis auf Etienne sind im Spiel, höre ich gerade. Ja, Ede wird wahrscheinlich dann gleich nachziehen. Mit RBTV Alpha, Nils, Gamma. Ich bin mit Ede alleine in einem. Also das ist tatsächlich so, dass im Hauptmenü, wenn man irgendwie irgendwo joint, das wird nicht immer sofort angezeigt, weil man taucht halt nicht immer sofort auf. Das ist halt auch noch irgendwie bescheuert, ne, dass die das immer nicht. Ja, aber ich sehe in meinem Tab ja wirklich nur zwei Leute. Also das sehe ich ja normalerweise. Drücke mal Shift Tab, geh auf Wirt und dann Spiel beitreten. So mache ich das jetzt. Mach mal über Steam. Ist so schön, wie solche Probleme. Das also hat nämlich geklappt. Wann hast du die erste Mal so eine LAN früher gemacht? Das waren genau die gleichen Probleme. Und das hat sich noch nicht geändert. Nice. Ist doch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, glaube ich, erst einmal auf einer richtigen LAN. Echt? Ich glaube, ist das hier die MTA gewesen in Hamburg? Gut, ich also nie auf einer Massenladen. Da habe ich noch bei Giga gearbeitet und dann sollte ich irgendwie, sollte ich hier in Hamburg auf eine LAN gehen. Ich glaube, es war die MTA. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und, ich die Northcon hier, so ein bisschen nördlich von hier. Kam am Freitag an und ich habe tatsächlich bis Sonntag nicht geschlafen. Boah, nee, das kann ich nicht. Das war ich, mit dem Schlaf war mir immer schon wichtig. Aber ich habe früher immer nur so LANs gemacht mit Freunden zu Hause, immer so. Höchstens war vielleicht mal so 20 Leute. Ja, wir haben natürlich jetzt auch so ein bisschen den Fehler gemacht, so die Debatte zwischen Controller und Maus und Tastatur im Chat anzustoßen. Und da wird fleißig diskutiert von, keine Ahnung, Lernkurve mit Maus und Tastatur höher oder nicht. Gibt's bei Halo einen Anti-Cheat? Ich glaube tatsächlich aktuell noch nicht. Zumindest habe ich Berichte gelesen im Internet, auf Twitter und auf Reddit, dass es auch den ein oder anderen zu Hause 20 Leute, hat auch gerade jemand gefragt. Ja, ich kann das, es mag vielleicht für den einen oder anderen seltsam klingen, aber meine Oma ist irgendwann mal gestorben und da war ihr Haus frei und dann haben wir da halt LANs gemacht, eine Zeit lang immer, als es noch nicht klar war, was damit passiert. Ja, dann blieb das Haus immerhin nicht leer. Genau, ja. Und deswegen 20 Leute zu Hause ging dann schon, wenn alles andere leer ist, ne? Oder noch nicht irgendwie klar ist. Was damit passiert. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist schon lange schon her. So ein bisschen deswegen so. Ging das. Nicht bei mir zu Hause, nein. Ja, gleich mal fette LAN-Party zu Ehren. Sollte man eigentlich machen. Aber ja, LAN-Partys ist ja sowieso also aktuell grundsätzlich schwer. Aber so dieses, man trifft sich, man ist an einem Ort, spielt Videospiele. Das ist natürlich etwas, was irgendwie so ein bisschen, also zumindest in meinem Umfeld, nicht mehr so häufig stattfindet. Was ich aber auch ein bisschen schade finde. Weil dieses Offline, man trifft sich oder man ist irgendwie im Netzwerk unterwegs und spielt dann irgendwie Videospiele gemeinsam gegeneinander. Das ist schon immer cool. Ja, wir haben es eine Zeit lang auch sehr, sehr häufig gemacht. Und letztens haben wir es so vor 3, 4 Jahren haben wir das tatsächlich noch mal gemacht mit so Freunden.
Und heutzutage bringt halt jeder nur einen Laptop mit, ne? Ja. Das war halt ganz geil. Früher hattest du halt deine fetten Röhrenmonitore, die irgendwie 80 Kilo gewogen haben. Das einzige Training, was ich hatte, war diesen Monitor jede zwei Wochen. Ja. Da habe ich jede zwei Wochen das fast gemacht. Wir hören, das Spiel geht endlich los. Ich kann jetzt gerade aktuell noch nicht ganz so erkennen, auf welcher Map wir uns befinden. Das weiß ich auch nicht, ob jetzt live, hieß es live? Zonen erobern. Wir sind Zonen erobern. Ja, jetzt geht's direkt los. Schon automatisch. Da kommen sie. Also, das ist jetzt der Modus wie eben. Ja. Beziehungsweise der soll eigentlich Kampfübung. Kampfübung soll eigentlich nachher nochmal gespielt werden. Müssen wir gucken, ob wir eine andere Map dann suchen. Oder wir spielen sie einfach normal, ist jetzt auch nicht so schlimm. So, jetzt gibt es auf jeden Fall Punkt B, den sehe ich schon, das ist auch schon mal gut. Jetzt hat's geklappt, der Bug ist besiegt. Jetzt bin ich mal gespannt. Es geht eben nicht nur um Abschüsse, sondern halt auch gute Absprache, wer positioniert sich wo. Und jetzt gehen fliegen auch die Punkte nach oben. Ja, denn man punktet, sobald man zwei Punkte eingenommen hat. Sehr gut. Und wenn man drei Punkte eingenommen hat, punktet man natürlich noch einen Tacken schneller. So wie jetzt Team Blau, also unser Home-Team. Aber es ist klassischerweise nicht so, dass das Stream-Team hat jetzt Punkt B, punktet halt nicht. Auch nicht mal etwas langsamer. Also du punktest absolut nicht. Nur bei zwei Punkten punkte man. Genau. Ja, früher bei... Das hat, glaube ich, hat das Battlefield erfunden damals, dieses... Das ist eine gute Frage. Das ist etwas, was der Chat auf jeden Fall, glaube ich... Da habe ich es auf jeden Fall zum ersten Mal gesehen. Ich laufe hinterher. Wir hören gerade wieder, da ist wieder jemand rausgeflogen. Ich habe es gerade nicht gehört. Was, Nils wieder? Etienne ist gerade wieder rausgeflogen. Und joint nach. Das wird natürlich dann wieder auch zu Diskussionen führen. Worüber wir eben noch geredet haben. Ja, scheiße. Ist natürlich schade. Da wird sich auf jeden Fall aufgeregt werden. Da können wir uns schon auf hitzige Gespräche, auf jeden Fall hitzige Diskussionen vorbereiten. Ich glaube, ich werde schon mal am besten so eine Kanne Jasmin-Tee aufsetzen. Ja, bring ihn zur Beruhigung. Der wird auf jeden Fall nach Annullierung gerufen, auf jeden Fall gleich. Naja, warten wir erstmal ab. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass, glaube ich, Conquest, es ist schon irgendwie so ein Matchtyp, der irgendwie bei Battlefield 1942 auf jeden Fall populär wurde. Genau. Tribes ist, glaube ich, auch so ein Spiel gewesen, ne? Tribes 2 auch, was halt sehr darauf setzte, gefährliches Halbwissen. So, da sieht man Etienne, wie er sauer ist. Während sein Team ihn hoffentlich würdig vertritt. Aber wir sehen auch, ne, drei Punkte von dem Home-Team in Kontrolle, quasi komplette Dominanz. Eddie ist wieder am Start, wird jetzt sehen, oha, unser Team liegt mit 0 Punkten zurück. Beim Home-Team ist jetzt quasi Halbzeit, 200 Punkte ist das Ziel in dem Fall. Wir könnten natürlich auch sagen, die hätten ein Drittel Punkte wenigstens machen müssen, wenn Etienne nicht da ist. Oh, den haben wir gerade kurz gesehen. Jemand war mit dem Active Camo unterwegs. Auch so ein Power-Item, das man einsammeln kann. Wenn du es aktivierst, bist du unsichtbar. Beziehungsweise, wenn du anfängst zu sprinten, wirst du wieder sichtbar. Je schneller du bist, desto deutlicher bist du sichtbar. Und wenn du sprint unterwegs bist, ist deine Tarnung komplett weg. Hält, glaube ich, 40 Sekunden. Gab es auch schon immer ein Halo, so ein kleines Unsichtbar-Ding, oder? Das ist jetzt eine gefährliche Frage, die du stellst. Auf jeden Fall schon sehr lange bei Halo dabei. Ja, die Skua auch gerade aufgesammelt. Eine sehr interessante Waffe, weil du schon gesehen hast, die hat vorne so ein Messer. Was bedeutet, dass wenn du die einsetzt, halt auch ein bisschen mehr Nahkampfschaden machst. Abgesehen davon, ich glaube, das ist einfach nur eine verdammt fette Harpune. Du triffst damit, egal im kleinen C, diese Person, die getroffen wurde, ist dann tot. Zwei Treffer für die meisten Fahrzeuge, glaube ich. Also auch gut gegen Fahrzeuge einzusetzen, ist eine absolute Macht. Aber projektilbasiert, deswegen ist kein Hitscan. Ne? Nicht, wenn du schießt, ist das der Treffer, sondern das Projektil wandert ein bisschen. Und man merkt auf jeden Fall, das Streamer-Team hat jetzt zum ersten Mal Punkte geholt. 5 an der Zahl. Ja, nehmen jetzt auch auf jeden Fall C ein. Geh zu C. Kämpfen auch, glaube ich, bei A. Ja, haben die komplette Dominanz und jetzt werden natürlich Punkte gesammelt. A wird jetzt wieder zurückerobert. Was? Wie konnte er mich noch?
Wir sehen auf jeden Fall bei Bell. Die hat, glaube ich, müssen wir sie gleich mal fragen, ob sie früher viel Halo gespielt hat, weil sie ja viel diese Sidekick, diese Pistole benutzt, die, so habe ich zumindest gehört, nicht mehr so gut sein soll wie in früheren Halo-Teilen. Ja, wenn sie das natürlich nicht weiß, diese Info nicht hat, ist das natürlich schwierig. Aber ich glaube, sie hat schon sehr viel Halo gespielt früher, was ich so mitbekommen habe. Jetzt gehen wir zu C weiter. Sie kommen zu B. Vielleicht können wir kurz mal bei dem Home-Team reinhören. Ich bin jetzt bei A. Mögliche Taktiken mitzubekommen. Was wollen die jetzt machen? Wir sind alle ein bisschen sehr wieder Punkte einzusuchen. Ja, wir müssen mal. Wo gehen wir jetzt hin? Zu welchem Punkt? Ich bin gerade bei C. Ich bin in der Nähe von C. Scheiße. Ich komme zu C. Ich habe A fast eingenommen. Kacke. Okay, dann jetzt zu A. Ja, okay. Über die Mitte? Okay. Ja, sie kommen da auch über die Mitte. Auch, ja. Wie gut die diese Granaten haben. Ich bin tot. Die sind nur noch zu zweit in der Mitte. Fabian trifft alles außer den Gegner, habe ich eben schon gesehen. Alles voll. Ist noch einer? Je nach Waffe ist das auch gar nicht mal so schlecht. Mit so einem fetten Raketenwerfer, dann musst du auch nicht unbedingt deinen Gegner treffen. Da sind zwei. Wenn die Rakete irgendwo in der Nähe einschlägt, reicht das meistens. Ja. Jetzt kommt natürlich das Team ein bisschen zurück, aber Fabian holt jetzt B. Aber du siehst auch, ne, die Wege zwischen den einzelnen Punkten sind nicht weit. Ja. Ja, ich bin auch bei A. Danach gehen wir zu B. Ja, wir gehen zu B. Und das ist natürlich tricky, ne? Wenn du einmal irgendwie so quasi die Mehrheit der Punkte eingenommen hast, dann rennst du als Team, das halt Punkte einnehmen möchtest, rennst du immer ein bisschen hinterher, weil du musst dich aufteilen und musst zwangsläufig irgendeinen Punkt vernachlässigen und das wird dann ist das so quasi wie so ein Spießrutenlauf. Und was ist denn dann eine gute Taktik? Zwischen zum Beispiel jetzt Fabian und Esther waren, glaube ich, beide gerade bei B und haben das eingenommen und sind dann sofort beide zusammen zu A gelaufen. Sollte also, man nicht vielleicht auch einen Punkt verteidigen? Ja, das ist so etwas, was ich tatsächlich gerne mache. Wenn ich dann einfach sage, so ja, okay, ihr kümmert euch vielleicht um einen anderen Punkt einzunehmen, ich bleib bei einem Punkt, zum Beispiel jetzt bei C und versuche den zu halten. Oder je nachdem, wie die Map aufgebaut ist, sieht man vielleicht relativ schnell, ohne sich groß bewegen zu müssen, hey, ich kann zumindest zu einem anderen Punkt loopen. Vielleicht kann ich hier an der Ecke stehen und sehe gleichzeitig einen Punkt, aber auch den anderen. Und kann die dann vielleicht so ein bisschen in Schach halten. Ist aber auf jeden Fall schwierig. Ja, und sowas, also sowas sehen wir auf jeden Fall hier wenig, glaube ich. Alle rennen für mich so ein bisschen blind. Nicht blind, aber sie rennen auf jeden Fall die ganze Zeit durch die Gegend und bleiben nicht mal stehen und gucken, okay, kann ich vielleicht von einem Punkt aus beide Punkte sehen, was du gerade gesagt hast. Das passiert hier, glaube ich, nicht, oder? Habe ich jedenfalls nicht gesehen bisher. Ja, ist ein bisschen schwer einzuschätzen, ne? Also, bei B sind welche. Es ist auf jeden Fall, also das Home-Team, es ist ja immer in der Lage, einen Punkt einzunehmen. Aber es ist halt super schwierig, auf diesen kleinen Maps halt mal so zwei Punkte gleichzeitig einzunehmen. Jetzt haben sie halt das Streamer-Team wieder alle Punkte. Ja, holt auf. Es steht 153 zu 140. In wenigen Sekunden wird das Team Stream quasi ausgleichen und davonziehen. Sie können natürlich jetzt auch zwei Punkte einfach verteidigen und es so gewinnen oder aufholen und sich gar nicht mehr um Punkt C kümmern. Das stimmt. Reicht ja. Ich hab dich gerecht. Da kann man auf jeden Fall sehr viel taktieren. Ich weiß gar nicht, ob das so gemacht wird. Aber hast du das mitbekommen? Ich glaube, Fabian hat gerade gesagt, oh Mann, wir haben geil gespielt. Ist da gesagt, ah ja, das ist, klingt schon so ein bisschen nach Resignation tatsächlich. Ja, da ist alles drin. Also es gibt bis 200 Punkte. Ja. Und B und C eingenommen. Fabian called, hey, lass zu A gehen. Ne? Das ganze Team ist jetzt quasi zu A unterwegs. Genau, und alle anderen Punkte sind wieder frei. Jetzt müssen wir. Und das weiß aber natürlich vielleicht auch das andere Team. Das nimmt jetzt auch nämlich gerade schon B ein. Oben A. B habe ich angeschossen. Okay, ich bin tot. Sehr gleich auf wieder. 170 zu 162. Ja, jetzt. Nee, doch nicht. Hat nicht ganz geklappt. Aber die Matches sind echt spannend. Ja. Alles sehr ausgeglichen. Bisher immer mit glücklichem Ausgang für die Streamer. Oh nein! Okay, wir nehmen die ja trotzdem ein. Ja, ich bin bei euch, bei B. Wir sehen so tatsächlich, dass Fabian so ein bisschen die Führungsrolle übernommen hat. Ja, er ist auch der Älteste in der Runde, vielleicht auch der Weiseste. Hat schon viele Shooter gesehen. Fuck, ey. Nimmt A ein, ja.
Stark. Ich komme zu A. Ich gehe direkt dann wieder auf B, wenn ich muss vorne. Okay, jetzt. Ich gehe zu B. Aber sie gehen halt auch immer auf. Auf A. Also sie direkt suchen halt ja, die totale Kontrolle. A, ja. Aus der Mitte kommen die. Dabei reichen ja vielleicht 2 Punkte mal. Aber wir wollen uns da natürlich auch nicht einmischen. Nicht mit der nicht, wir sind nicht wertend unterwegs. Wir gehen vielleicht auch mal mit nur B-Ware. Ja, wir punkten gerade. Wir können ja, ja nur zuschauen. Oh, es ist super spannend. 181 zu 176. Fabian ist runtergegangen, ja, so beide Leute jetzt zu A. Ja, das sagt Bell gerade ganz richtig. Wenn ja, sie genau, zwei Punkte halten, dann gewinnen sie. Wir punkten, wir punkten. Wir punkten. Ja, wir punkten. Wir können jetzt auch angreifen. Ja, stimmt, 190. Nicht A angreifen. Ja, lass hier bleiben. Da sagt Bell genau die Taktik, die wir eben gedacht haben. Zwei Punkte einfach halten, nichts mehr angreifen. Und jetzt ist es gleich. So, und jetzt gibt es gleich auf jeden Fall einen kleinen Rant von Etienne. Da können wir uns mal mental drauf vorbereiten. B eingenommen, jetzt punktet wieder Team Stream. Ich bin fast bei A. Es ist echt knapp. Das Home Team braucht nur noch 6 Punkte, ist jetzt bei A. Oh, scheiße, Leute. Es wird eingenommen. Bitte. Walle schmeißt noch eine Granate. Ah, quasi. Sie müssen noch 3 Punkte holen. Ein Punkt. Einer versucht alleine C einzunehmen. Das müsste eigentlich gehen. Scheiße. Ich bin auf dem Weg. Oh, es ist so knapp. Ich bin aber leider tot. Zwei. Ich bin auch tot. Scheiße. Nein, die haben jetzt beide. Die haben jetzt, oh, jetzt hat C eingenommen. Wie wir das Stream-Team mit zwei, der Kontrolle. Ja, mit 2 Punkte noch. Und jetzt. Nein, oh, jetzt auch Team 3. Das ist halt das Problem, wenn du stirbst, hast du halt einen Cooldown, ne? Okay, einen Respawn-Timer. Ja. Okay, jetzt haben sie alle 3 Punkte und das war's, glaube ich, gleich. Okay, Achtung. Wow! Die brauchen nur noch eins. Ja, komm, wir müssen jetzt nur noch beide bekommen. Ist das spannend? Der eine hat den Skewer, aber glaube ich. Eine eingenommen. C ist eingenommen. A nicht. Und damit ist es die Entscheidung. Das wie kann das denn sein? Das war wow. Das ist nicht euer Ernst jetzt! Leute, es war so knapp! Ich muss leider die Kopfhörer abziehen, ich kann mir den Trash-Talk jetzt nicht geben. Nee, sorry. Ich kann mir das auch nicht geben, was die jetzt für einen Müll erzählen werden. Die sagen gar nichts. Keine Panik, liebes Home-Team, nehmt euch eine kleine Auszeit. Es war ein verdammt knappes Match. Dann gehen wir mal ganz kurz zum Stream-Team. Wie geht's euch? Also, es war doch wirklich echt irre knapp. Aber ihr habt mitgekriegt, dass Etienne, wieder einer ausgeflogen ist bei wir uns. Wir haben ne? das wieder mitbekommen. Du jetzt bist wird rausgeflogen. Da auch noch rumgeheult, ey. Aber will man das in seine Bewertung? Ich frage nur, ihr seid ja professionelle Kommentatoren. Ich frage mich, ob das in euer Urteil mit einfließt oder nicht. Natürlich fließt das mit rein. Ihr habt natürlich sehr, sehr. Weil vielleicht wäre es ja gar nicht so knapp gewesen. Ist ja nur eine Frage. Ich frage es kann. Es war auf jeden Fall gut gespielt von euch. Und Etienne, natürlich haben wir gesehen, dass du rausgeflogen bist. Und wir haben uns eigentlich auch schon innerlich auf einen kleinen Rant vorbereitet, der dann zum Glück ausgeblieben ist. Zum Glück für uns, aber natürlich nicht zum Glück der Zuschauer. Denn es ist jetzt tatsächlich nicht mehr so spannend. Es ist, also es ist immer noch spannend, aber es steht jetzt 3-0 für euch. Ja. Nice. That's life. Wie lange geht das denn? Diese wie lange geht das? Ja, wir haben noch ein paar Matches, die ausgefochten werden. Ihr müsst noch 2 gewinnen. Kennt ihr den Film Braveheart am Ende, als William Wallace da liegt und die Menge am Anfang hasst sie ihn und dann mitten irgendwann in der Prozedur haben sie einfach nur noch Mitleid und sagen, bringt's zu Ende. Ich glaube, das ist der Punkt jetzt. Sonst, wir könnten ja auch sagen, wenn einer von uns einfach mal länger disconnecten soll, dann versuchen wir nicht so schnell wieder ins Spiel reinzukommen. Das ist natürlich jetzt schon amtlicher Smack-Talk, Trash-Talk, der hier vom Stream-Team in Richtung Home-Team gefeuert wird. Aber vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz. Ich hab nichts gesagt, okay? Ja, wird mitgehangen, ist mitgefangen. Boah, du bist jetzt Alter. Auch einer von. Du hast wir von sind eine Bande. Ja, ganz ehrlich, von dir. Und jetzt sag wird, aber ganz ich ehrlich, richtig gesagt, gut gemacht von dir. Wird von dir sind wir am meisten enttäuscht. Richtig gut von dir. Aber vielleicht kommen wir ganz kurz zum Home-Team. Wir versuchen gemeinsam auch im Trash-Talk zu agieren und nicht. Okay. Das zählt mit zum Teamplay. Okay. Ja, aber vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zum Home-Team. Ja. Das war ja natürlich eine super bittere Niederlage, die er da erfahren musste. Wie geht's euch? Naja, also bitter ist für mich etwas, wenn das einseitig ist, aber das war ja knapp as fuck. Und wenn wir gerade schon bei Fairness sind, da fliegt zwar jemand raus, aber die sind ja in ihren Home-Setups und haben da natürlich Monitore mit High-Refresh-Rates. Wollen wir darüber mal reden? Weil ich habe einen fucking Office-Monitor, der wurde aussortiert, weil die Buchhaltung damit nicht mehr arbeiten konnte. Den habe ich hier. Das kann ja jeder sagen. So ein Bullshit. Ich kann den Monitor nicht nutzen, weil ich eine Capture-Card habe, die nur 60 Hertz kann. Zeig mal den Monitor in die Kamera, Nils. Ja, genau. Bitte. Ja, kein Problem. Ich schick dir gern einen Screenshot. Nein, ist gut. Aber ja. Wie ist das denn, wenn ihr jetzt Team Home, wie ist das denn, wenn ihr jetzt solchen Trash-Talk hört? Prallt das an euch ab?
Ja, mir geht's wunderbar. Ja. Ich bin cool, wie immer. Das haben wir auf jeden Fall gerade mitbekommen. Aber ihr habt euch ja, es war ja echt super knapp, ihr habt euch ja richtig gut geschlagen und wir haben ja noch ein Match, dass wir mit diesem Spielmodus Festungen ausfechten werden und wer weiß, vielleicht startet ihr jetzt einfach euer Comeback. Genau, im Match, die Karte ist jetzt Straßen und wahrscheinlich Streets auf Englisch. Na, das ist ja theoretisch bei, also bei Oddball, wenn wir ja Straßen spielen. Wir gucken einfach mal, wir lassen uns überraschen. Wo bin ich denn? Ich war schon bei Oddball, hier Kampfübung. Wir lassen uns einfach mal überraschen, wo wir uns gleich wiederfinden werden. Das Halo-Universum bietet ja Schauplätze an jeder Ecke. Und bin auf jeden Fall gespannt. Ja, die City-Map, die wir gleich sehen werden, die habe ich auch schon gespielt. Und auch mit diesem Spielmodus, den wir jetzt gerade mit Festungen, und da ist es halt echt so, da bist du halt an einem Spot, guckst einmal so, ah, okay, da ist direkt, keine Ahnung, Spot B. Okay, ja. Und was glaubst du, woran hat es jetzt gelegen? Haben die zu spät diese Taktik verfolgt mit 2 Punkte nur halten, die Annabelle ja dann am Ende vorgeschlagen hat? Ja, das ist halt etwas, was ich mich auch gefragt habe. Ich finde schon, dass, also ich bin auch eher so, ich gehöre zum Spielertyp, wenn wir quasi die Mehrheit an Punkten haben, 2 von 3, dann ruhe ich mich lieber darauf aus und sehe zu, dass wir diese beiden Punkte halten, weil es macht ja keinen Unterschied tatsächlich, glaube ich. Zumindest nimmt das andere Team nichts ein oder kann nicht punkten, wenn es nur ein Spot quasi unter Kontrolle hat. Wir werden sehen, ob wir beim Home-Team im nächsten Match dann irgendwie eine Taktik-Anpassung erleben werden und die dann vielleicht eher auf 2 Punkte gehen oder halt weiter so aggressiv spielen und die totale Kontrolle. Wir können ja vielleicht nochmal fragen. Ja, das, wenn das andere Team dann nicht mithört, könnten wir vielleicht nochmal ganz kurz. Die hören noch mit, ja. Die hören noch mit. Leute, die hören noch mit. Wir müssen noch wechseln. Also wir zählen zu Cobra eigentlich. Wir gehen zu Cobra wieder. Ah ja, die wechseln noch die Teams. Hört ihr uns denn? Alle? Ja. Ah ja, wir alle. Müssen noch wechseln. Nee, die unteren nicht, guck mal. Home ist Adler, Stream ist was anderes. Ja. Habt ihr euch denn eine andere Taktik überlegt? Ja, Gewinn? Cobra, okay. Gewinn ist auf jeden Fall eine gute Taktik, gut. Das ist die Taktik, gewinnen einfach nur okay. Also ist das jetzt schon. Nee, wir starten bestimmt nochmal neu. Wir starten jetzt nochmal. Wir kriegen auf jeden Fall mit, beide Teams hochkonzentriert. Auch wenn es nur ein freundschaftliches Turnier ist, ne? Unter Kolleginnen und Kollegen und Freunden. Da ist man angespannt, da ist man konzentriert. Wenn es dann nicht so richtig läuft, wird man auch mal wütend. Und das ist ja genau das, was wir sehen wollen. Die wollten auch gar nicht mehr so viel reden. Taktiken besprechen. Naja, ich wollte denen ja Tipps geben, aber wer bin ich schon? Ja. So, wir können, glaube ich. Du bist derjenige, der beim Beef Junior Halo gewonnen hat. Ich glaube schon. Ich müsste es nochmal nachgucken, aber ich glaube schon. Aber ich habe auch als einziger mit Tastatur und Maus gespielt, das muss ich dazu sagen. Aber wir können mal ganz kurz, glaube ich, schon ins Spiel reingehen. Da ist irgendjemand einfach. Wir müssen nochmal den Lobby neu starten, weil wir gehört haben, dass ein Random einfach mitgejoint ist. Ja, wahrscheinlich einer aus dem Chat nicht joint. Wer bitte, von euch war wenn das? Wenn das geht. Das wäre super. Einfach nur mal kurz, es passiert nichts. Wir sind nicht böse, wir sind nicht wütend. Aber ihr fliegt raus, wenn ihr das macht. Ja. Kriegt nur irgendwie vielleicht einen Tadel. Ja. Gut, dann warten wir nochmal ganz kurz, bis der Querulant entfernt wurde. Und dann Nils ist bei uns im Team. Geht's los. Okay. Jetzt ist Nils wieder im falschen Team, oder was? Was soll das sein? Aber das wird alles. Wer ist Tadanai? Hallo, hört ihr uns? Ihr werdet alle nochmal neu eingeladen. Oh, echt? Ja, weil da war gerade jemand. Ist gerade einfach jemand, ein Zuschauer gejoint, glaube ich. Der ein findiger Zuschauer ist reingegangen. Gut gemacht, auch ehrlich gesagt. Ich bin beeindruckt. Wow. Wir waren auch beeindruckt, aber der wird natürlich sofort entfernt. Ach so. Ja, quasi ein Flitzer. Ein virtueller Flitzer. Ja, stimmt. Der nur ganz kurz eure Anzug anfassen zum wollte. Ich wurde neu Selfie eingeladen. Und dann. Ja, einmal nur kurz ein Selfie machen und dann von Sicherheitspersonal vom Feld getragen wird. Um dann irgendwie ins Gefängnis, ins Stadiongefängnis geworfen zu werden. Das ist so teuer, so Flitzer-Sachen, ne? Das ist Wahnsinn. Ich habe letztens erst, glaube ich, eine Nachricht gelesen. Ich weiß nicht, ob das beim Super Bowl oder irgendwie so war. Hat jemand gewettet, so, ey, da wird es einen Flitzer geben? Und war einfach selber der Flitzer. Oh, wirklich? Ja, hat aber seinen Gewinn nicht ausgezahlt bekommen, weil er ja quasi eingegriffen hat. Ja. Aber es gibt doch einen so einen ganz berühmten Flitzer, der es immer macht. Vielleicht wartet er das auch eben. Ja, es gibt doch auch irgendwie jemand aus Frankreich, der auch einen YouTube-Kanal hat, der dann auch immer so die Kleidung von den Teams trägt und dann aufs Teamfoto mit drauf geht. Ah ja, das habe ich auch schon mal gesehen, ja. Ja. Aber das jetzt bitte nicht mehr machen.
Weil dann dauert es ja alles noch länger und wir wollen ja alle noch ein bisschen Action sehen hier. Das stimmt. Aber die Action ist bis jetzt ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen. Es ist sehr unterhaltsam. Es war auch immer knapp. Tut mir auch richtig leid, es war immer richtig knapp. Ja. Sau knapp und dann gewinnen die einfach wieder ganz am Ende. Remy naja. Gala. Aber Galer? Gala. Schreibt der Chat. Das stimmt. Das ist der. Ja. Ich würde mich das nie trauen, ne? Sozusagen so, ja, natürlich, da bin ich jetzt komplett im wegen Nacktheit oder wegen von Paris Saint-Germain. Ach so. Dann ist so ein Team vor dir, die haben gerade irgendwie irgendein Match gewonnen oder eine Liga geholt und bist auch einfach so in den Arm. Darfst du mich nicht fragen, natürlich würde ich das gerne mal machen. Würdest du das machen? Ja. Kennst du da, aber nicht keine Blöße? Ohne Strafe, natürlich. Ja, ohne Strafe, gut. Ja, das ist mir zu teuer. Aber ja, wenn es für den Versuch, auf jeden Fall. Wenn es keine Strafe geht, dann mache ich das auch. Aber mit Strafe ist halt doof. Aber auch nackt, nein. Nee, nackt nicht. Nee, das wäre mir auch ein bisschen zu, naja. Ich würde lieber irgendwie was Ulkiges tragen. So ein Hotdog-Kostüm. Ja, dann kommst du dann schlecht, glaube ich, aufs Teamfoto. Ja, das stimmt. Aber du kannst halt einfach einmal übers Feld rennen. Ja, stimmt, aber dann, ja. Und wenn du weggetackelt wirst, tut das wahrscheinlich auch gar nicht so weh. Wenn du so ein schönes Sauerstoffkostüm kannst du schlecht hast. Sehen wahrscheinlich. Ist eventuell auch besser so, damit du nicht weißt, so, wie viele Menschen rennen gerade hinter mir her mit Schlagstöcken und Tasern. Ja, nee, so Flitzen. Weiß nicht, aber wie gesagt, es ist super teuer, glaube ich. Also nicht machen ist hier auch teuer, wenn ihr erwischt werdet. Ja, das Problem ist auch, du kriegst ja auch bis ans Lebensende einfach Stadionverbot. Und machst das aus Versehen bei deinem Lieblingsteam. Ja, kannst halt nicht mehr hingehen. Kriegt man scheinbar von Bund nur bei einem Stadion dann, ne? Nicht ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du einfach für die komplette Liga dann auf die schwarze Liste kommst. Ist halt erstmal nach Holland oder so. Ja, alle liegen durch. Naja, gut. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie weit sind denn die Teams? Klappt das jetzt mal? Habt ihr alle euer Team gefunden? So, wir sind fast fertig. Nils und Etienne werden gerade noch eingeladen und zugewiesen. Hier wird gerade gefragt, Kuro, dein Verein. Ich muss sagen, ich habe so keinen richtigen Fußballverein mehr. Das Problem ist, man sagt ja auch so, hey, da, wo du geboren bist, das ist so dein Verein. Ja. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat 850 Millionen Fußballvereine. Und ich bin in Oberhausen geboren. Was bleibt mir da? Rot-Weiß Oberhausen ist halt auch schwierig. Ja. Um es mal bei mir ist auch ganz schwierig. Du bist? Na, Werder Bremen-Fan, da kann ich jetzt, ist sehr viel passiert in dieser Woche. Ja. Ja. Bin halt eher so im Basketball unterwegs. Ja. Muss ich sagen. Das ist so meine Sportart tatsächlich. Welches Team? Ah, da gibt's auch mehrere. Also ich kann mich halt immer am Sport erfreuen. Also beim Basketball mag ich halt die Portland Trailblazers, die Golden State Warriors, halt schon damals so zu Zeiten mit Stephen Curry und Monte Ellis und David Lee, bevor die halt richtig, richtig gut wurden. Ich mag aber auch die New York Knicks, die schon seit immer quasi schlecht sind. Ich mag halt New York. Aber grundsätzlich, es gibt im Basketball eher Teams, die ich nicht mag. Und das sind dann halt so die Brooklyn Nets und die Clippers. Also, ich kann die einfach nicht leiden. Gut. Die Bulls finde ich in dieser Saison auch richtig, richtig cool. Cooles Team, macht sehr viel Spaß zuzuschauen. Wie es auch hier bei Halo ist, bei unserem Rocket Beans Turnier zu Halo Infinite im Multiplayer. Der Beta-Version, wie wir tatsächlich merken. Das Spiel ist noch nicht komplett erhältlich, erscheint am 8. Dezember. Bin ich mal gespannt, ob dann auch die Beta-Phase vom Multiplayer vorbei ist. Ja, ich freue auf jeden Fall, dass der B-Punkt dann auch reingepatcht wird noch. Ja, das ist ja richtig bitter tatsächlich. Also ich freue mich mittlerweile schon ziemlich auf Halo Infinite. Hab auch Bock, die Kampagne zu zocken. Aber die Koop-Kampagne, die verschiebt sich ja noch mal. Ja. Ist ja erst irgendwie frühestens Mai 2022. Und da denke ich mir halt so, ja, aber dann habe ich die Kampagne schon gespielt. Mehrfach? Will ich die dann noch mal im Koop spielen? Ich meine, es hat eine etwas offenere Spielstruktur. Das ist auch immer ein bisschen anders mit Freunden noch. Ja, vielleicht macht das dann noch mal richtig Fun. Es gibt ja dann auch quasi die Schmiede, ist ja dann auch, wird ja auch verschoben, kommt ja auch erst später dazu, ist ja quasi der Editor von Halo Infinite oder quasi der Halo Reihe, gibt's ja schon länger. Bin ich mal gespannt. Ich mag halt grundsätzlich in Spielen Editoren. Also wenn dann irgendwie die Community in der Lage ist, Inhalte zu erschaffen und sei es halt, in einem Shooter ist es ja das Wichtigste, Maps. Ich nehme das auch immer vor, dass dann mich richtig reinzufuchsen in so einen Editor. Bei welchem Spiel habe ich das dann mal gemacht und dann auch wirklich so Code-Sachen dann mir aus dem Internet geladen?
Operation Flashpoint. Ja, das bietet sich natürlich auch an, Arma. Aber wir werden jetzt mal ganz kurz eine Pause machen. Noch in dem Hintergrund, hinter den Kulissen ein wenig an der Technik schrauben. Dann sind wir gleich wieder für euch zurück. Und dann geht's hoffentlich los. Herzlich willkommen zurück zum Halo Infinite Rocket Beans Turnier und wir haben die Werbepause genutzt, um uns ein wenig zu sammeln und auch die Teams zu sammeln und zueinander zu finden und jetzt sind wir in der Lage loszulegen mit einem Match, das hoffentlich genauso spannend wird wie die Matches auch, die wir bis jetzt erlebt haben an dem heutigen Abend, auch wenn das Gesamtergebnis einseitig ist. Eindeutiger ist, als man vielleicht vermuten könnte, weil es war wirklich sehr, sehr knapp jedes Mal. 3-0 für die Streamer steht es im Moment gegen das Home-Team. Wir gucken mal rein. Sind die Jungs und Mädels schon im Spiel drin? Oh yes, oh yes. Noch nicht. Noch nicht, höre ich da. Wir sind so gut. Aber es ist okay. Das sind doch schon mal gute Neuigkeiten. Eddie knuspert sich noch geil eine Brezel rein. Das ist halt auch einfach Powerfood für die Gamer. Powerfood für die Gamer. Ne, es ist halt auch schön, man braucht die Salze auch. Ne? Ja. Einfach, falls es nicht so läuft, damit man auch einfach richtig durchstarten kann. Oh, würde ich jetzt auch knuspern. Ist das eine Butterbrezel? Nee. Eine Salzbrezel. Ja, so eine kleine. So ein kleines. Ja, aber Snack. Salzbrezel, das ist ja mit klar. Butter? Aber ist auf der Salzbrezel Butter verarbeitet? Nein. Nee. In Butter getunkt? Nein, man muss sie doch, wenn man die Brezel einmal aufschneidet und dann die mit aber Butter beschmiert. Aber du siehst die Brezel, glaube ich, nicht. Das ist eine ganz kleine super Mini-Snack-Brezel. Warte mal, ich guck mal zum. Ich das guck mir mal hier eben Eddies Brezel an. Keine Sorge. Warte, Eddie, warte, ist halt Eddie, warte, bleib mal so. Groß geworden. Schau doch, genau, Eddie, bleib mal so. Eddie. Moment, wir spielen Slayer. Da das ist die Brezel. Eddie, halt, das okay. ist falsch Eddie. Eigentlich, ja. Mach die noch und das mal, ist halt mal die lächerlich. Brezel rein. Also, will ich das nochmal zeigen? Das ist doch keine Butter, das ist doch keine Brezel. Das ist doch, was ist das? Ja, was ist das? Ich dachte, du hast so eine richtige vom Bäcker. Das ist schon eine krumme Salzstange. Richtig dicke Leute gedacht. So, wir spielen tatsächlich Showdown nochmal. Okay. Nee, das spielen wir nicht nochmal, noch oder? Wir müssen jetzt einfach nochmal. Nein, nein. Wir müssen jetzt ein bisschen vorankommen. Wir wollen jetzt nicht nochmal so lange laden. Ach nee, come on. Nee. Fabian. Aber ist das jetzt schon real? Gilt das jetzt schon? Hä, das zählt doch nicht, oder? Doch, das zählt. Wir spielen jetzt einfach noch ein Match Showdown. Das zählt noch nicht. Wir starten das einmal neu. Aber wollen wir nicht links eine neue Map nehmen? Das hatten wir doch jetzt alles schon 3000 Mal. Das ist doch Quatsch. Zu viele Maps, Simon. Ja, gut. Ich finde die gut. Ich kenne die. Nein, die machen wir jetzt Showdown? Oder? Nein, das wäre ja unfair. Showdown. Okay. Jetzt startet das noch. Jetzt starten wir das neue Showdown. Und wir spielen jetzt eine Runde Showdown, damit die Zuschauer nicht noch länger auf euch warten müssen. Und deswegen auf uns, ja. Showdown. Okay. Ja, auf euch, weil die wollen ja eure Gesichter sehen gut. und eure. Ist doch alles gut. Things. Und deswegen geht es jetzt ready. Los. Und. Okay. It's a power weapon. Es ist ja ein Freundschaftsspiel, das dürfen wir nicht vergessen. Es geht hier um Fun. Okay, da springt einer runter. Haben sie nicht mehr gehört, ne? Ist natürlich jetzt auch spannend, weil die Message kam nicht an mehr. Bazaar sehen im Team Deathmatch. Quasi die Revanche für das Home-Team, um auch wieder anzuschließen. Ja, warum stirbt der denn nicht? Ja, das letzte Mal war es auch sehr knapp für das Streamer-Team. Yes. Das war die erste Map, die wir heute gespielt haben, glaube ich, ne? Mhm. Aber ja, das Matchmaking ist noch ein bisschen auch noch in der Beta-Phase, deswegen ist es nicht so einfach, sich da zusammenzufinden. Deswegen müssen wir jetzt leider nochmal Showdown spielen. Nee, seht es uns nach. Aber gleich geht's dann weiter mit einem anderen Modus. Ist auf jeden Fall schon wieder fleißig, die Needler in den Nahkampf einzusetzen. Der hat mir direkt mein Schild geklaut. Oh, da kommt ich fand die Waffe immer blöd irgendwie bei Halo, weil ich auch nie genau wusste, wie man die einsetzt. Also hier funktioniert sie vor allen Dingen auf nahe Distanz, weil je weiter du dich entfernst, also die Spiele sind sehr, ne? relativ langsam und die haben Zielverfolgung, aber du kannst halt quasi, wenn die Distanz größer ist, gehst du hinter einem Objekt oder hinter einer Wand, dann ist die Chance relativ groß, dass halt die Projektile abprallen. Deswegen ist es eigentlich ratsam, die Needler in naher Distanz zu benutzen und natürlich im offenen Feld, wenn dein Feind nicht in der Lage ist, irgendwie auszuweichen oder Deckung zu suchen. So, das Spiel ist gestartet. Wir sehen
Das Home-Team führt 11-9, ist also super knapp. Aber wir sehen, ich glaube tatsächlich mehr oder weniger zum ersten Mal, dass das Home-Team in der frühen Phase eines Matches in Führung geht. Stimmt, wenn sie das wieder durch den starken Mittelteil auch wieder durchziehen können, dann könnte es hier vielleicht ja mal zu sein. Zu ja, Bell mit einer guten Granate, da fliegt aber auch wieder eine rein. Und das ist tatsächlich ziemlich tricky, ne? Die Charaktere bewegen sich verhältnismäßig flott. Wenn du im Nahkampf bist, dann halt jemanden zu treffen, das kann nicht immer super easy sein. Manchmal schlägst du auch einfach daneben. Okay, ich habe wenigstens einen mitgenommen noch. Ich glaube, wir haben auch gerade gesehen, dass im Stream-Team jemand das Superschild aufgesammelt hat. Für 40 Sekunden dann mehr zusammen ein größeres Schild, hält mehr aus. Weil die sind auch mindestens immer zu zweit. Also was ich die ganze Zeit sehe, ist links wie aufploppt, dass Wirt irgendjemand getötet hat. Das gibt es nicht, Alter. Der rockt hier gerade ganz schön was weg. Das gibt's nicht. Und jetzt ganz viele Treffer von Team Streaming hintereinander. Und so gehen sie jetzt in Führung. Aber wie gesagt, es müssen 50 Abschüsse erzielt werden, um das Match zu gewinnen. Quasi jetzt gleich erstmal Halbzeit. Aber wir sehen auch, Walle hat sich eine neue Waffe geschnappt. Und zwar ist das, glaube ich, das Plasma-Gewehr, wenn ich mich nicht auf meine Schilde warten. Wenn ich mich nicht... Wir sind schon weitergezogen. Nee, da sind wir wieder. Ist auf jeden Fall eine coole Waffe, weil sie halt auch Salven schießt und halt auch einen ziemlichen Wumms hat. Hinter uns? Aber ich glaube, das ist langsam, ne? Ja, die Waffe ist schon langsamer, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn du mit deinem Fadenkreuz in der Nähe des Feindes bist, dann hat sie trotzdem so einen leichten Zielsucheffekt. Leichten Drall in die Richtung. Ist auf jeden Fall eine super Waffe, um feindliche Schilde zu entfernen, dann kann man auch vielleicht schon zu einer anderen Waffe wechseln und dann den Kill holen. Aber hier hat man gerade gesehen, wie langsam die Waffe ist. Die Gegner konnten schön fast schon ausweichen. Ja. Der ist da unten. Ach shit, nicht runtergefallen, der hat mich. Ich krieg ich noch. So, wir hören mal ganz kurz rein, wie es den Teams geht. Sagen gar nichts. Hochkonzentriert. Das Power-Item liegt für Walle quasi in greifbarer Nähe. Okay, die pushen alle auf mich. Oh, scheiße. Oben, Balkon und unten bei mir. Wurde aber vertrieben. Hätte er sich eventuell eine starke Waffe schnappen können. Gibt es nicht. Wenigstens ist der auch draufgegangen. Ja, hier die Faust gegen das Schild. Reicht nicht ganz. Das ist halt so etwas, wofür man dann auch ein Gefühl entwickeln muss. Wann kann ich zum Nahkampf übergehen? Ja. Und bin mir sicher, dass ich halt mit einem Schlag den Gegner umlege. Man sieht ja schon jetzt beim Feind, je weniger das Schild, desto roter leuchtet der Gegner. Und wenn das dann so ein bisschen blitzt und zuckt, dann weiß man, das Schild ist komplett entfernt. Und dann kann man in den Nahkampf übergehen. Und kann sich sicher sein, okay, mit einem Treffer. Genau, so ein Faustschlag oder so ein was ist das? Vorarm. Der zieht ordentlich ab, aber natürlich kann man den nicht sofort machen, wenn der Gegner noch voll Schild hat. Ja, wir sehen jetzt auch, das Stream-Team kann ein wenig davonziehen. Steht 34-25, 9 Punkte Vorsprung. Das ist schon nicht ohne. So, wo seid ihr denn? Ihr seid da hinten. Aber es scheint auch zumindest so, dass das Stream-Team auch so ein bisschen... Hinter euch? Naja, besser im Team unterwegs ist und im Team agiert. Ja, wir sehen sie häufig zusammen rumlaufen, flankieren. Unglaublich. Ja. Valentin hat eben auch schon gesagt, jetzt rushen sie alle zu mir und so. Ja, die gehen einfach schön im Team vor und deswegen hier auch schon wieder 3 Stück gegen Valentin. Ist das natürlich... Ja, die Runde ist richtig scheiße. Ja, das stimmt. Ist das schon fast eine eindeutige Sache hier? Ich glaube, das wird nochmal schwer, da wieder rauszukommen. No way. Um die Ecke! Das war richtig gut. Boah, Props an das wird hier schon das Gegner. Da muss man auch Props an Esther geben. Ich hätte wahrscheinlich in anderen Kommentaren gesagt. Ja. Das war richtig gut. Ich hätte wahrscheinlich in die andere Richtung gegangen und was anderes gesagt. Exakt. Ja, hier wird der Gegner gelobt. Also es geht hier tatsächlich auch um Freundschaft. Und der Seufzer hinterher. Ich komme mal zu dir, Valentin. Ja.
Ah, sind auch wieder alle bei mir hier. Sorry. In, über uns? Ja, 13 Punkte Vorsprung. Das wird jetzt wahrscheinlich entspannt runtergespielt werden vom Stream-Team. 6 Punkte brauchen sie noch. 5 jetzt nur noch. Also. Ja, klar. Ist halt auch nicht anscheinend, ne? Wenn das Home-Team am Anfang in Führung geht, ist das vielleicht auch kein gutes Zeichen. Ja. Aber was sollen sie denn noch machen? Versuchen. Erstmal hinten liegen. Hinter euch. Dann sehr viel hinten liegen und dann aufholen. Das hatten wir noch nicht. Klingt aber auch nicht nach dem besten Plan. Ja. Da lag doch eine Waffe, Fabian. Nimm die doch. Wie denn aus der Entfernung? Was hat denn die für eine Waffe? Jetzt ist schon 2 Punkte brauchen sie noch und jetzt ist es schon fast gelaufen. Schöner Strike 2. Schläge dann. Das ist halt das Problem. Ne? Dann erledigst du einen Gegner. Ein Kill noch und ist halt immer noch einer um die Ecke. Fabian jetzt noch ein letztes Aufbäumen vom Home-Team. Ein Kill fehlt noch und der lässt jetzt doch lange auf sich warten, ne? Ist auch wahrscheinlich nicht möglich. Dass jetzt, ja, jetzt bleibt mal alle zusammen, lieber. Oh, ja. Oh, da kommt die Cinder-Shot. Hä? Wow. Ist eine. Und das war's. Ja, sehr, sehr gemeine. Das war die Billard, Leute. Granaten. Um die Ecke mit so einer Sprengkugel. Werferwaffe. Nice. Ein weiterer Sieg. Ein weiterer Sieg. Stream-Team. Glückwunsch, Team Streaming. Wirt. Ja, das hat Wirt toll gemacht. Das sag war mal. Richtig gut. Und ja. Simon, ja. Die beiden carryen euch. Aber das ist also ja tatsächlich auch etwas. Wir das bessere Team haben, ja. Gut. Ist auch etwas, was ich im Vorfeld gehört habe, dass Simon ein Halo-Superfan ist. Und da waren bei mir natürlich auch so ein bisschen die Erwartungen etwas höher, aber er scheint abzuliefern. Simon, wie zufrieden bist du mit deiner Performance? Sehr. Das Üben hat voll was gebracht, auch zusammen mit Wirt und so, sich nochmal die Maps anzugucken. Wir machen natürlich hier die ganze Zeit auch Ansagen, ist ein bisschen doof für die anderen, aber die halten sich dran und dadurch kommen wir ganz gut voran. Naja, doof für die anderen. Die anderen dürfen ja auch Ansagen machen. Das ist ja nur, können sie ja machen. Ja, wir haben auch Ansagen gemacht. Ja, nein, wir haben uns, ich meinte damit, wir haben uns so ein bisschen geeinigt, dass der Wirt und ich so ein bisschen den Ton angeben, was so die Treffpunkte angeht und so. Und ey, das Simon, funktioniert gut. Das ist wunderbar. Das ist ja, das, man braucht immer einen, der Ahnung hat, der die Kommandos gibt. Das ist doch klar. Ja, das ist absolut richtig und gut. Ja, ja, und es scheint ja wirklich auch gut zu funktionieren. Ganz toll. Ja, ja super. Gut. Ja. Klasse. Voll gut. Aber hey, es ist noch nichts verloren. Es steht erst 4-0. Aber wie kann denn dieses Match gewertet werden, wenn doch eigentlich unsere zweite Runde Fortress anstand? Es geht hier tatsächlich. Ich war auch auf anderes vorbereitet. Ja, das Problem ist natürlich, stimmt. Ja, grundsätzlich schon. Es waren wir alle auf was anderes. Die anderen ja auch, ne? Das muss man das auch Problem sehen. Ist, nein, das wird nicht beachtet. Das Problem ist, wir müssen natürlich auch irgendwann zusehen, dass mal ein Match funktioniert. Und dann nehmen wir im Zweifelsfall das, was wir kriegen können. Und wir hatten auch alle Gesprächsthemen hier schon durch. Und deswegen geht's aber gleich weiter. Und da spielen wir dann Oddball. Oh, geil. Und zwar die Main Street. Und bin ich mal gespannt. Jetzt große Frage, Team Home. Habt ihr das schon mal gespielt? Wie sicher seid ihr euch? Ja, Esser, du warst dir eben ja schon sicher, dass ihr bei Festungen sehr, sehr gut sein werdet. Das war ja auch knapp. Waren wir auch sehr gut. Einen fucking Punkt am Ende. Ja. Das war wirklich knapp. Aber es war richtig arschknapp, ja. Aber wie sieht es denn bei Oddball aus? Da, wo wir aus? Die Hälfte der Zeit zu dritt gespielt haben? Kann ich nicht einschätzen. Ey, ohne jetzt lasst ihn doch dieses bisschen. Ich will hier weg. Ich höre nicht mehr zu. Fabian hat das smart gemacht. Einfach den Trash-Talk von den Ohren nehmen. Ich lasse jetzt den Kopfhörer aber auf. Ich habe es einfach stumm geschaltet hier mittlerweile. Okay. Das ist der smartere Trick. Du sitzt einfach hier und tust so, als würdest du das alles ertragen. Fabian hat den Kopfhörer ausgestellt, wie das Spiel weitergeht. Ich liebe es. Bell, wie siehst du denn das? Wie gut bist du bei Oddball? Oddball? Den Ball in der Hand zu haben, ist für mich zu viel Verantwortung. Ich beschütze gerne. Habt ihr da vielleicht schon eine Taktik? Also müsst ihr jetzt nicht sagen, aber habt ihr da eine Taktik, wer den Ball am häufigsten nimmt und wie ihr das am besten macht? Ja. Simon. Also. Simon. Verrechnet dieser Modus. Das ist ja nicht so. Schnell starten das Spiel, bitte. Schnell los. Ja, schnell starten. Okay. Gut. Schon? Kuro, sag du doch mal, wie funktioniert denn dieser Oddball-Modus? Ja, also Oddball ist quasi, also man kann es schon so ein bisschen
Es geht in die Richtung Capture the Flag. Es gibt ein Item, in dem Fall ist es ein Schädel, der befindet sich ja auf einem neutralen Gebiet auf der Map. Und der muss eingesammelt werden. Und das Team, das halt diesen Schädel trägt oder beschützt, punktet. Also es ist nicht so, dass du es halt irgendwie noch irgendwo hinbringen musst, sobald du das Gerät in der Hand hältst, ja, punktest du für dein Team. Ja, und das Interessante ist ja, dass man dann keine Waffe tragen kann, wenn man dieses Gerät in der Hand hat. Genau, wenn die Person, die diesen Schädel in der Hand hält, kann sich in der Zeit nicht großartig verteidigen mit den klassischen Waffen, die diese Person sonst mit sich führt. Du kannst natürlich in den Nahkampf gehen. Mit dem Schädel hauen. Ja, das funktioniert auch. Du kannst die Waffe, den Schädel auch noch mal kurz wegwerfen, indem du einfach die Waffe wechselst. Und dann hast du natürlich wieder Zugriff auf dein Waffenarsenal und kannst dich dann verteidigen. Ne? Wenn das irgendwie hitzig wird, kurz Schädel weg, zur Waffe greifen, Gegner umholzen, Schädel wieder aufsammeln. Ist auch möglich. Wie findest du den Modus? Macht dir das Spaß? Ich finde ihn tatsächlich sehr, sehr witzig. Ich bin mal gespannt, vor allen Dingen so in den ersten Momenten einer Partie, weil meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, es ist gar nicht mal so klug, sofort zu diesem Schädel zu rennen, weil das natürlich im Zweifelsfall alle machen. Eher erstmal abwarten, vielleicht das gegnerische Team losstürmen lassen, versuchen, die wegzusnacken. Und wenn dann so ein, zwei umgelegt wurden und die gerade den Respawn-Timer haben, der verhältnismäßig lang ist, Schädel schnappen und dann gucken, dass man einen guten Spot findet, den man verteidigen kann. Und wie sehen da so gute Taktiken aus? Also kann man da vielleicht sich gut absprechen? Annabelle zum Beispiel will jetzt zum Beispiel den Schädel gar nicht haben. Ist es da gut, einen Menschen zu bestimmen und zu sagen, ey, komm, du nimmst jetzt immer den Schädel? Also es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an. Es ist natürlich auch ein sehr chaotischer Spielmodus. Im Zweifelsfall nimmt die Person den Schädel, die halt gerade irgendwie in der Nähe ist. Das ist jetzt dann Quatsch zu sagen, so, okay, wir wählen einen aus, der ja sagt, ich nehme immer den Schädel und der ist dann halt zufälligerweise am ganz anderen Ende der Map. Aber man kann den Schädel ja auch übergeben. Kann man theoretisch machen. Das bin ich gespannt, ob das halt tatsächlich passieren wird. Weil ich glaube, du bist, wenn du den Schädel trägst, auch langsamer. Zumindest fühlte sich das für mich an. Und wenn man dann irgendwie in Bredouille steckt, kurz den Schädel irgendwo hinschmeißen, idealerweise, wo eine andere Person aus deinem eigenen Team ist, greift die sich dann und dann punktet man weiter. Gut, das ist der Modus, den wir jetzt spielen. Er steht 4-0. Und interessant ist noch anzumerken, dass Oddball zumindest meiner Erfahrung nach immer in zwei Runden gespielt wird. Ah, okay, ja. Also du spielst eine Runde, sammelst deine Punkte, gewinnst, dann war das halt quasi die erste Halbzeit und dann gibt's noch die zweite Halbzeit. Ja, und das ist ja schon ein Matchballspiel, wie man hier bei Schlag den Star, ja, man sagt, glaube ich, ne, man sagt das Matchballspiel, ja. Auf jeden Fall steht es 4-0 schon für die Streamer. Und jetzt muss das Team von zu Hause, also Team Home, natürlich jetzt alles geben, um da nochmal rauszukommen. Aber ich sehe gerade, es geht los. Selbstverständlich die ganze Zeit. Geht los, geht los. So, los geht's. Valentin sehen wir hier. Boah, da sind die schon, die Schweine. Ja, ja. Wieso sind die denn schon? Alter, was hat mich der denn jetzt erwischt? Oh, da. Genau, und da unten sieht man, der muss sich aber auch selber, dass der Schädel jetzt gerade in Besitz ist. Wir hören gerade, Nils ist wieder rausgeflogen. Das ist natürlich gut für das andere Team. Aber... Okay, ich bin down. Und einer zu euch? Ja. Aber das heißt ja immer nichts, das wissen wir ja schon. Ich hab ihn. Das wollte ich sagen, aber es war so spannend. Fabian kurz den Schädel geschnappt, wurde aber auch wieder umgelegt. Der Anfang in so einem Match ist immer super hektisch. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich einmal so richtig eingeigelt hat mit dem Schädel, du siehst ja, wie langsam man ist. Da wäre es vielleicht ganz smart. Schmeiß den Schädel weg. Verteidige dich. Gar nicht so eine dumme Taktik tatsächlich, sich zu verkriechen in der Hoffnung, dass halt deine Teammates quasi einen Großteil der Arbeit übernehmen und dich beschützen. Aber natürlich, also man kann sich nicht so wirklich verstecken, weil es natürlich immer angezeigt wird, wo der Schädel ist. Check doch die andere Seite ab. Ich behalte diese Seite, wo ich die ganze Zeit schon mit dem Auge. Ja, oh, da fliegt eine Granate rein. Ich glaube, das ist schwer, mich zu treffen. Hat auch ein Ziel gefunden. Die sind jetzt unten, ich bin aber leider weg. Wir sind zwei unten, einen habe ich. Sehr gut, beide. Oh, sehr stark, schön. Fabian holt sich den Doppelkill. Hab ich? Wurde dann von dem Proton-Pack quasi weggesnackt. Auch eine sehr, sehr starke Waffe, der Sentinel Beam. Ist er immer noch mit dem Schädel in der Hand? Ja. Ja. Na, das ist das halt. Wenn du dich einmal gut verschanzt, dann ist es super schwer als gegnerisches Team, da irgendwie mal Fuß zu fassen. Annabelle schön verteidigt.
Natürlich ist Nils wieder rausgeflogen, damit sie dann wieder sagen können, ja, ja. Man merkt schon, da ist auch ein bisschen Salz in der Wunde beim Home-Team. Lang gehalten. Jetzt müssen wir den nur schnell Nils hat immer noch Probleme offenbar. Okay. Aber wir sehen auch, das Stream-Team ist jetzt in Kontrolle des Schädels. Fängt jetzt auch an zu punkten. Wieder direkt den Raketenwerfer. Das ist unglaublich. Wirft das ist aber auch smart. Ja. Esther sagt, ja, dass Simon sich den Raketenwerfer sofort holt und das ist eine richtig starke Waffe. Wenn man sich halt nicht vielleicht auch selbst damit. Es stimmt aber leider, dass kein Bot-Joint hier abschießt. Sehr gut. Ja, sehr gut. Bin bei dir. Geh irgendwo nach oben. Geh nach oben und hock mich da in die Ecke, genau. Behalt ihn, wenn du punkten willst. Annabelle holt jetzt wieder Punkte. Es steht schon. Sie wollte nicht die Verantwortung übernehmen. Vielleicht haben sie schon 100 Punkte. Dann ist es natürlich auch schon vorbei, die erste Runde, glaube ich. Der ist low. Ja, perfekt. Aber... Wir werfen hier auf andere Seite. Und jetzt ist Nils gleich wieder dabei. Oh, die erste Granate vielleicht nicht unbedingt. Aber die erste Runde ist gleich schon gewonnen. Super gut geworfen. So, Runde gewonnen. Quasi, das war jetzt die erste Halbzeit. Erste Halbzeit. Aber es geht gleich direkt weiter. Das Home-Team sollte sich noch nicht zu sicher fühlen, denn es geht direkt weiter. Da sehen wir auch mal den Punkt, wo der Schädel am Anfang startet. Ja, und wir haben auch direkt in der Mitte schon den Granatenwerfer gesehen. Bin ich mal gespannt. Wenn du den halt hast, ne? Der macht halt richtig viel Schaden. Ja, wahrscheinlich spawnt er einfach damit. Das würde er wahrscheinlich. Und Simon hat den offensichtlich wieder. Ich hätte Fabian gar nicht so eingeschätzt, dass er so salzig unterwegs ist. Der ist sehr ehrgeizig. Weil er immer so einen ruhigen Eindruck macht. Ja, ja, aber er ist natürlich sehr ehrgeizig, was sowas angeht. Und wenn man dann verliert, dann. Das sieht er nicht so gerne, weil er sieht sich auch er hat wirklich nur vier noch mehr als ich, als überall du, der Beste. Ich regeln für das Bohnenteam, dass der mehr Schuss hat. da sucht er schon die Ausreden. Ja, jetzt haben die natürlich unsere Taktik. Ich habe den Oddball einmal mit einer Granate getroffen. Jetzt haben sie unsere Taktik geklaut, sagen sie hier. Shit, ist noch einer. Ja, für jetzt ist das natürlich. Jo, ich eile. Der ist auch allein, sehr gut. Ich hab den Ball. Ja, verschanzt sich hier oben. Malle schnappt sich den Ball. Ja, die haben immer die gleiche Taktik, da oben zu, zu verstecken. Wenn aber ey, wenn es funktioniert. Bisher funktioniert es gut. Also die erste Runde deswegen gewonnen. Jetzt mit dem Schädel jemanden getötet. Die holen sich bestimmt wieder den Granatenwerfer. Könnte, ja. Wenn sich jemand den Mangler schnappt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke Pistolenschrotflinte. Die könnte natürlich im Nahkampf. Komm hier hoch. Ja, das ist aber auch gefährlich. Sehr viel Schaden ausrichten. Du musst dich nur in die Ecke hocken, dann kannst du keine Granate erwischen. Schrotflinte mit Slug-Projektilen, also kein Spreadshot. Vorsicht, halt, ja. Komm jetzt zum Balkon. So wie so ein Cannonball oder wie hieß die? So, das Home-Team hat jetzt die Führung übernommen, ist immer noch. Nice. Tapfer dabei. Wie hast du das denn gemacht? Den Schädel zu kontrollieren. Ja, ja, da kommt einer von hinten. Fast. Habe ich vielleicht auch ein bisschen gejinxt jetzt gerade. Wir müssen uns beeilen. Wir haben die Kugel verloren. M41. Aber jetzt auch wieder sehr ausgeglichen hier. 55-55 sage ich jetzt schon mal vorher. Jetzt ist es soweit. Okay. Beim Outbar sind aber zwei. Einer beschützt ihn. Okay, ich bin schon. Zwei. Oh, da sind alle. Einen habe ich. Ja, der Ballsteiger wird gerade ganz gut beschützt. Sehr gut. Wechselt zur Kommando. Die Waffe hat Bums. Ja, hab den Ball. Ziemlich viel Recoil, aber jetzt hat sie den Ball und jetzt versteckt sie sich hier so ein bisschen. Aber natürlich. Da können die ja nicht so einfach Granaten hinwerfen, wenn die noch nicht hier drin sind. Ich habe jetzt den Raketenwerfer. Perfekt. Wissen Fabian hat sich auch den Raketenwerfer geschnappt. Jetzt kann man natürlich richtig gut quasi verteidigen. Ist natürlich mit dem Raketenwerfer wirklich halt eher nicht auf, auf den Gegner zielen, sondern eher auf den Boden um ihn herum, weil du halt viel Flächenschaden machst. Du musst dich verteidigen. Hau den. Schade. Sorry, ich war zu langsam. Ja, ich hab's gesehen, du hast mit dem Tresen festgedingst. Richtig viel Schaden, wenn du halt irgendwie in der Nähe halbwegs triffst. Jetzt machen sie dasselbe, ja. Setzen sich auch da hinten in die Ecke. Und jetzt kommt gleich wieder wahrscheinlich der Ausgleich. Hast eine schöne Granate reingeworfen. Da müssen jetzt halt eigentlich alle Granaten reinfliegen. Granaten rein. Und wir sehen hier genau, Fabian wirft jetzt die erste. Kacke. Oh Scheiße, die haben's gleich. Oh, wie dumm von mir. Natürlich. 94, 96, ja. Das war es wahrscheinlich. Respawn dort sehr lange in dem Game, hast du schon gesagt. Und es steht 1-1. Das ist eigentlich hier. So, und jetzt ist natürlich Matchball. Und auch Matchrunde, wenn Team Stream jetzt diese Runde gewinnt, haben sie nicht nur Oddball gewonnen, sondern auch das komplette Fun-Turnier. Ich will den Simon einfach nur wegnehmen.
Scheiße, ich hab's fast geschafft. Gegner hat den Ball. Oh. Und der Oddball schon wieder in den Händen vom Streaming-Team. Warum hab ich denn keine Granaten mehr? Da hilft auch das Pulsgewehr nicht. Das Stream-Team mit dem deutlich besseren Start in diese Runde verschanzt sich jetzt in dem Gebäude. Ja, ich wollte gerade mal gucken, wo die eigentlich genau sind. Sind sie wieder da in den Raum gelaufen? Nein, die sind so ein bisschen oben. Da oben hinter der Ecke, ja. Ich glaube drei, ich glaube alle. Aber sie halten es ganz gut, die ganze Zeit schon. Und jetzt hat er sie fallen lassen. Das kommt halt immer nachschließend. Zu null. Aber jetzt ist der Schädel quasi... Liegt da rum, ne? Liegt rum. Keiner hat die Kontrolle. Ich hab den Ball. Wann hat sich den geschnappt? Komm direkt zu euch. Und hier oben auf dem Balkon. Und da ist es natürlich auch tatsächlich von beiden Seiten gefährlich. Von unten können dann die Granaten fliegen. Noch kann Walle aber abwehren. Ist immer noch im Besitz des Schädels. Bell kämpft quasi tapfer im Foyerbereich. Es hat aber nicht gereicht. Jetzt ist wieder das Stream-Team am Drücker. Ja, Esther kämpft sich nochmal zurück. Könnte sich jetzt hier an der Seite quasi, glaube ich, die Battle Rifle nehmen. Hier haben sie schon die 50 Punkte. Da kommt die Musik. Die spielen von hier und wir spielen von zu. Da ist auch. Das ist so das, vielleicht, was man mit dem Home-Team ein bisschen ankreiden könnte. Geh jetzt auch wieder da hoch. Man nutzt nicht immer die Waffen, die in der Nähe zur Verfügung stehen. Ja. Die aber halt tatsächlich in der Regel alle ziemlich gut sind. Ja, hier lag auch schon wieder eine Waffe im Schrank, hat er nicht aufgehoben. Mindestens zwei oder drei. Aber ja gut, er hat auch einen Schädel. Fabian versucht, mit dem Schädel auf die zurennen ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Ich bin jetzt bei euch, hinter mir ist einer. Jetzt ist der Ball leider runtergerollt. Nee, hat ihn auch sein. Das Home-Team ist immer noch am Hebel. Oh Mann, das fand ich wieder zwei. Okay, ich komme zu zwei. Ist auf jeden Fall wieder super spannend. Oh, sehr schön. Ein toller Schlag. Aber das ist halt immer so. Du machst einen fertig, dann kommt einer von hinten. Oh, shit. On my way. Und der Ball ist wieder in dem Besitz vom Streaming-Team. Wieso spawnen die denn? Aber wieder verloren, okay. Es ist tatsächlich sehr spannend. Also nochmal, in dieser Runde entscheidet sich eventuell schon, dass das Streamer-Team gewonnen hat, wenn nicht das Home-Team jetzt hier nochmal aufholt. Und der springt natürlich runter, wenn wir hochkommen. Jetzt. Das Home-Team wieder mit dem Schädel. Warum guckt er nicht auf mein Radar? Ich finde, Halo Infinite ist auch ein unterschätztes Spiel, was sowas angeht. Alle Leute reden immer von Call of Duty und so. Man kann echt öfter mal so Halo spielen. Ich finde es halt auch einfach cool, dass es halt so ein paar Fun. Also, es ist für mich, also sowas wie jetzt hier. Oddball ist für mich eher so ein Fun-Modus. Ja. Und ich finde es cool. Das macht mir halt auch einfach aktuell mehr Spaß. Das ist ja auch etwas, was Splitgate sehr gut macht. Das hat ja einfach jeden Spielmodus von Multiplayer-Shooter der letzten 20 Jahre. Ich komme auch. Und dann dieses schnelle. Wir sehen. Kommen die? Okay. Das Home-Team. So, Home-Team gewinnt gerade. 99. Nur noch 9, 8 Punkte. Wenn man jetzt noch ein bisschen halten kann. Oh, jetzt müssen wir natürlich gleich wieder gegen Nils so ein bisschen gucken, dass wir das auffangen. Aber es ist der Sieg, der erste Sieg. Der erste richtige Punkt für das Home-Team. Da sieht man natürlich die Freude. Strahlen, die Mundwinkel gehen nach oben. Ihr seid keine Versager. Und dann habt ihr es toll gemacht. Ihr habt es toll gemacht. Ja, danke. Das war ein wieder mal sehr spannendes Spiel, wie so ziemlich jedes Match, das wir heute Abend gesehen haben. Aber da gehen wir natürlich am Anfang direkt zum Home-Team. Wie fühlt ihr euch? Wie würdet ihr eure Performance bewerten? Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, finde ich. Wir haben nur ein bisschen Angst vor dem Geheule, was jetzt aus dem Streamer Team kommt. Das wissen wir alle. Wir haben Disconnect und das ist so gemein. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. Toll. Danke. Man hat natürlich auch sehr schnell gesehen, dass ich fand, ihr habt richtig stark gespielt. Richtig, richtig gut. Wirklich. Ja, jetzt fühle ich mich auch irgendwie besiegt. Aber da könnte man vielleicht auch das Stream-Team fragen. Ist natürlich super bitter mit dem Disconnect. Mal wieder ist natürlich super ärgerlich. Aber es war ja trotzdem ein spannendes Match. Wie hat euch Oddball gefallen? Wie fandet ihr die letzten Runden? Ich habe keine Ahnung, ich habe ja kaum mitgespielt. Ich mag es nicht so, es ist mir ein bisschen zu chaotisch, finde ich irgendwie. Man spammt einfach immer nur auf einen drauf und irgendwie, ich weiß, ich hatte mir nicht von den Modis, die wir gespielt haben, von den Modi,
am schlechtesten gefallen ist. Aber lag das vielleicht auch an der Map? Weil wir spielen jetzt ja gleich noch eine Runde Oddball und zwar in der Map Aquarius. Liegt die dir mehr, ja nicht? Die liegt mir mehr. Das ist meine Lieblingsmap, Aquarius. Ja, die mit dem Wasser, ne? Ja, genau. Gut möglich, ja. Ja, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall spannend. Also es ist ja das, was man so den ganzen Abend gesehen hat, dass jedes Match verhältnismäßig ausgeglichen ist. Und ich finde, ich muss Eddie ein bisschen recht geben, ich finde Oddball auch, es ist sehr chaotisch. Ja. Und was wir auch gesehen haben, es kann halt oft dazu kommen, dass ja, dass man sich irgendwo einigelt und verschanzt, dass da gar nicht so viel Bewegung ist, sondern dass das, dass sich das jo, Match an einer Ecke ja. in einem Match oder in, auf der Map ja ausgetragen wird. Aber ich fand, das haben die auch gut gemacht, sich immer da auf diesem Balkon oder dahinter bei diesen komischen Automaten da zu verschanzen und dann. Ganz ehrlich, ist ja auch super legitim. Wenn man dadurch gewinnt, dann mache ich das natürlich auch. Ja. Ich hatte jetzt, ich glaube, vorgestern ein Match gespielt, da lagen wir 0-99 zurück. Hatten dann den Schädel und haben dann 100-99 gewonnen. Das ist Quatsch. Und ich bin sowas komplett aus dem Aufsehen. Ja, würde ich mich auch drüber freuen. Solche Geschichten gibt es nicht wirklich. Etienne. Nee, das ist wirklich passiert. Tatsächlich. Aber ich muss sagen, die Balkontaktik hat auch nur am Anfang funktioniert, weil irgendwann kamen eure Granaten tatsächlich sehr präzise geflogen. Also mir ist halt aufgefallen, ihr habt die mal gegen die Wand geworfen und dann genau in die Ecke, wo man quasi sich mit dem Ball versteckt hat. Ab dem Zeitpunkt musste man so ein bisschen sich auch bewegen und auch gucken, dass mit dem Ball konnte man ja ganz gut Damage machen. Also ich finde, da ist dann ein bisschen Bewegung reingekommen ins Spiel. Aber wusstet ihr, dass man den Ball auch wegwerfen kann mal, wenn man, okay. Ja, das kriege ich nur nie schnell genug hin. Ah, okay. Hm. Ja. Also das ist ein Punkt, den du angesprochen hast, so dieses Granatenwerfen in Halo ist natürlich super wichtig. Also ich habe irgendwie für mich die Erfahrung gemacht, auch wenn ich nur ansatzweise glaube, dass irgendwo ein Gegner sein könnte, fliegt direkt schon die erste Granate hin. Ja. Und das ist ja etwas, was wir ja auch in den Matches gesehen haben. Und gerade bei Oddball, wenn man sich so ein bisschen verschanzen muss und auch von den Teammitgliedern verteidigt wird, dann ist es ja klar, dass ja, ich muss das mal wieder laden. Ich muss das mal wieder laden. Ich bin aber gleich wieder da. Freunde. Ja. Nils, ich komme hinterher. Vielleicht die Granaten auf der Taste. Nils, wir warten doch heute auf dich auch. Ja, wir wollen doch alle gemeinsam spielen. Ich fühle mich wie Sisyphos irgendwie. Ich lade mich den Berg hoch und roll wieder runter. Aber ganz kurz mal eben, haben wir auch im Match einen Indikator irgendwo, dass Nils rausgeflogen ist? Weil an der Stelle könnte man ja sagen, ey, dann wartet von uns auch einer in irgendeiner Ecke und macht nix, um das halt in dem Moment. Mit dem Oddball meinst du? Aber wollt ihr nicht alle Chancen nutzen, die ihr habt? Nee, aber am Ende wollen wir natürlich auch gewinnen mit den fairsten Voraussetzungen. Ah, okay. Und den richtigen Modi. Und den richtigen Modi und so. Deswegen frage ich einfach nur, wie kann man es lösen? Weil wir können diese technische Hürde wohl gerade nicht unbedingt klären. Ja, wir können euch natürlich dann Bescheid sagen. Das wäre zum Beispiel super, ja. Ja, dann sagen wir euch, also Fabian hat es ja eben auch gemerkt, glaube ich, als Nils rausgeflogen ist. Das ist korrekt. Der Erste, der es merkt, schreit einfach. Oder Nils kann ja auch dann selber schreien. Ja, das hören wir ja nicht. Das macht er wirklich. Ja, ja, aber dann hören wir das so, vielleicht. Okay, ja, alles klar. Machen wir so. Irgendjemand wird es hören. Mhm. Wir werden es mitkriegen und dann werden wir euch das nächste Mal Bescheid sagen und dann. Vielen Dank. Wird hier gar nichts mehr gemacht und auch nicht geschossen. Und einfach dann genau. Ja, cool. Keine Waffen mehr eingesammelt auch, ne? Das ist alles wichtig. Hier wird alles auf Stopp. Bei beiden. Das ist wie Red Light, Green Light. Ja, ist halt die Frage, alles oder dass wir einfach auch bei uns eine Person aus dem Spiel nehmen? Also die dann tatsächlich Hände weg vom Controller oder Maus und Tastatur. Ja, sowas können wir auch machen. Weil dann geht das Spiel ja trotzdem weiter. Du bist ein smarter Junge. Vielen Dank. Ich habe mal gerade was gelesen im Chat. Und zwar kann man die hochauflösenden Texturen, vielen Dank, lieber Chat, sucht, kann man rausnehmen. Wenn man auf Properties geht, dann DLC-Häkchen raus bei High-Res Textures. Das kann offensichtlich helfen. Ich habe es jetzt mal gemacht, aber das Spiel war schon gestartet. Ich befürchte, das kommt jetzt zu spät. Aber falls bei irgendjemand anderem das nochmal passieren sollte, wäre das vielleicht eine Option. Was ja, machen? Good Guy Chat. Wir sind nicht nur Fun-Turnier, sondern auch ein hilfsbereites. Genau, also wenn du auf deine Steam-Bibliothek gehst und dann auf Halo einfach auf der Liste rechtsklick mit Halo und dann auf quasi Einstellungen oder Properties, wenn du es auf Englisch hast, und dann gibt es einen Punkt DLC, und dann, wenn du den anklickst, kann man High-Res mit einem Häkchen ausschalten. Das schneiden wir direkt raus und laden das auf YouTube als ein Tutorial hoch. Ja. Easy Clicks. Ja. Easy Clicks. Ich bin auch jetzt da, glaube ich, übrigens. Also, gut, ich glaube, alle sind im Spiel dann. Ja. Auch in den richtigen Teams. Ja, ich hoffe doch. Und dann das Häkchen wegmachen, sagst du, ja? Nee, genau. Also Etienne ist ja offensichtlich noch nicht im Spiel.
Doch. Ja, die macht das jetzt auch gerade mal, weil ihm ist das ja auch schon mal abgestürzt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt für das Spiel, was jetzt noch geladen wird, ob das schon zählt oder ob man es neu starten muss, keine Ahnung. Na, sonst sagen wir einfach Bescheid und dann nimmt einer von euch vom Team, Team Home dann einfach die Hände hoch. Einer oder eine. Könnt ihr euch aussuchen. Klingt nach einem guten Plan. Ja. Einen verhältnismäßig fairen Plan. Einen überraschend fairen Plan für Rocket Beats Verhältnisse. Ja, also, ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich hätte einfach weitergespielt. Gut, dann geht's jetzt, glaube ich, gleich los. Ja. Zweite Runde Oddball. Auf Aquarius. Ist denn da wirklich Wasser oder war das Bitwool, ne? Ich glaube, so richtig viel Wasser werden wir nicht sehen. Es ist keine Map, die irgendwie am Meer spielt oder so, sondern auch eine Map, die in einem Innenbereich stattfindet. Aber ich glaube für mich, und das ist so meine Einschätzung, die ich jetzt nach ein paar Abenden mit Halo Infinite habe, ist Aquarius für mich so eine, was am ehesten so eine klassische Three-Lane-Map heranreicht. Also vom Aufbau verhältnismäßig symmetrisch, kannst durch die Mitte, kannst links lang, kannst rechts lang. Ich meine, das ist oftmals der Aufbau einer Multiplayer-Map, aber es gibt ja, dann hast du da halt nochmal irgendwie, keine Ahnung, Verstecke, verwinkelte Gassen oder dann kannst du nochmal irgendwie hoch und Aquarius ist vom Aufbau verhältnismäßig simpel. Und es gibt ja noch den Ball, der da ordentlich Chaos reinbringt. Das stimmt. Da bin ich mal gespannt. Habe ich mit diesem Spielmodus tatsächlich noch nicht gespielt. War ich noch nicht unterwegs auf Aquarius mit Oddball. Ich auch nicht. Meinst du, das Home-Team kann so diesen Aufwärtstrend? Naja, offensichtlich können sie Oddball spielen. Also das war ja sehr überraschend gerade, dass sie doch recht deutlich die dritte Runde gewonnen haben. Mhm. Also bei der ersten dachte ich noch, okay, die gewinnen, weil Nils rausgeflogen ist. Der war ja auch relativ lange dann wieder weg. Aber dann die letzte Runde haben sie ordentlich Zug gehabt und richtig gut gespielt. Und ich hoffe, das geht jetzt so weiter. Ja, ich bin auch echt gespannt. Und ich muss sagen, ich habe echt eine Menge Spaß. Auch mit dir hier zu sitzen und ein bisschen zu schnacken. Ja. Wir sehen uns ja auch nicht so oft. Nee. So. Es wird geladen. Beide Teams machen sich bereit. Ein neues Match. Oddball Aquarius. Wir sehen es hinten geschrieben. Okay, geil. Und besonders es geht. Das ist mir wichtig. Zu zweit nur? Ja, nee, das ist. Wenn man jetzt guckt, alle sind drin. Da wird sich auch direkt eine Waffe geschnappt. Okay, ich hab ihn gleich. Sehr gut. Ich muss sofort zurück. Fabian rennt direkt los. Ich gehe bis zu unserem Start. Für Aquarius ist tatsächlich wirklich sehr wenig Wasser zu sehen, aber so ein bisschen Algen an den Wänden. Moos. Ist ja auch das. Man sagt ja auch, Algen ist quasi das essbare Wasser. Das stimmt, ja. Ich hatte heute Mittag Algensalat. So, die kurze Führung für das Home-Team, 6 Punkte, hat dann den Schädel leider abgeben müssen. Das Stream-Team hat sich den Schädel geschnappt und wir haben es gesehen. Alle stehen auf einem Fleck, beschützen den Schädelträger. Ja, können wir sie abfangen hier in der Mitte, wenn wir hier reingehen. Und jetzt wird natürlich erstmal adaptiert werden müssen. Wir müssen alle gleichzeitig sterben. Wie kann sich das Home-Team jetzt wieder diesen Schädel schnappen? Aber ich überlebe es trotzdem nicht. Doch, na gut, ich habe sie beide. Ja gut. Ist aber noch einer, der hat den Ball. Ja, ich komm, ich bin da. Sind zu dritt jetzt da? Ja, kill. Sag, Esel. War das Esther wieder mit dem Nahkampf? Oder ich glaube, es war Bell. Kommt nach hier hinten. Ja, genau. Und Fabian Lafour, zwei Leute getötet. Von rechts kommt einer. Jo. Und geht jetzt hier hin. Da kommen natürlich die Granaten rein. Wieso haben die nicht denn so schnell? Okay, wir haben ihn. Oh, scheiße, da kommt noch zwei. Ja, schöne Granate eigentlich, aber. Yes. Ich hab einen gekillt. Die Granaten fliegen auf jeden Fall deutlich zielsicherer als noch da in den ersten Matches. Kommt einer durch. Yes. Es sind zwei, einen mit dem Ball mit. Aber das Fabian Team konnte auf jeden Fall punkten. Und Fabian wieder mit den Ansagen, ne? Mhm. Die gehen. Kommt mir entgegen? Ja. Er ist ja auch so ein bisschen jemand, der bei Rocket Beans auch so ein paar Ansagen macht. Ne? Scheiße, das stimmt, ja. Das zieht sich dann durch sein Leben, ja. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ja. Ich hab ihn. Sehr gut, sehr gut. Shit, die anderen sind auch hat sich den Ball geschnappt. Von zwei gekillt worden. Das ist natürlich die Frage. Scheiße. Igelt er sich ein oder versucht er mal so ein bisschen das Weite zu suchen? Das ist natürlich nicht einfach, weil du wirklich langsam unterwegs bist. Ja, bin da. Komm auf. Sind aber zwei. Ich wollte das gut. Einen hab ich. Ich bin ganz am Ende. Nein, ich hätte die Waffe wechseln sollen. Also wieder ausgeglichen. 47 zu 43. Okay, ich hab einen gegen. Da kommt noch einer. Shit. Ich komme auch. Diese Musik kommt, glaube ich, immer bei der Hälfte, ne? Ja. Punkte. Ich muss auch sagen, der Soundtrack von Halo Infinite ist richtig geil, ne? Allein auch diese
ikonische Halo-Musik auch. Ja, aber die haben jetzt dieses Mal so ein bisschen so Post-Rock-mäßiges, so, das war so ein bisschen an so 65 Days hinter mir wirklich eine. Aesthetic erinnert. Der ist direkt hinter mir. Ey, ich hol mir das nachher, also ich lasse es nachher auch mal. Ja, hab ihn. Fällt mir richtig gut. Das Home-Team auf jeden Fall wieder mit dem Schädel unterwegs. Kann jetzt ausgleichen und wahrscheinlich auch. Ich bin auch da. Davonziehen und die Führung übernehmen. Da kommen zwei, rechts kommen zwei, ja. Vorsicht. Da fliegen auch die Granaten, Bell hat gesagt, die rechte Seite kommt gut. Die sind alle angeknuspert. Zweite Tor. Sehr, sehr schön. Fabian hier, der legt richtig los jetzt hier, ne? In der ersten Runde war er nämlich noch nicht so gut. Wo ist er denn? Direkt rechts. Ball, ich deiner durch auf der rechten Seite. Ich bin hat sich den Ball geschnappt. Wie ist das bei dir? Bist du sofort immer auf voll Power oder brauchst du auch ein bisschen Zeit, um dich reinzuspielen und sowas immer? Ich bin tot. Grundsätzlich im Spiel oder im Mund? Im Spiel. Ja, ich brauche meistens schon ein bisschen Zeit. Also ich meine, sehr schön, danke. First-Person-Shooter funktionieren ja alle irgendwie fast gleich. Es sei denn, klar, wenn du irgendwie von Halo zu Arma wechselst, ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich finde, Halo hat nochmal so eine eigene Würze. So ja. Es mit den Schilden und der hohen Time to Kill. Ich bin da. Ja, es gibt kaum ein Spiel, was so ja, was ähnlich ist. Ja, ich auch nicht. So diese Bodyshot-Headshot-Kombo. Da ist noch einer. Ist noch einer. Das mit dem Granatenwerfen. Einige Waffen bieten sich eher für Energie oder für die Schilde an. Andere Waffen eher für kinetischen Schaden. Okay, jetzt schnell. Ich hab ihn. Oh, schön in die Granate reingelaufen. Ist einer denn den mit? Ja, der liegt da noch rum. Ja. Ich bin da aber alleine, ich kann nicht. Nee, ich bin hinter dir, Bill. Der Ball liegt da immer noch. Wieso liegt der Ball denn da noch? Ah, jetzt haben sie aufgehoben. 90 Punkte für Team Streaming. Jetzt müssen sie reinpushen, nicht weglaufen. Es werden erstmal Granaten vorgeschickt. Die haben die Runde gewonnen. Das war's. 97. Oh, der Ball liegt. Ich hab den Ball. Ich komm. Jetzt hat Fabian den Ball, aber... Vergiss es. Ein kurzes Aufbohren nur das. Oh, jetzt ist es bei 99. Also ich habe es tatsächlich, das ist kein Flachs. Es war tatsächlich 0 zu 99. Ich komme sofort wieder dahin. Einen habe ich, aber okay, Ball liegt. Ball liegt, das müssen wir nur irgendwie aufgeben. Dann war es das. Schön. Sehr gut. Richtig. Was? Oh, jetzt haben sie kam halt die Granate. Die Granate. Boah, wer hat die das Spiel gemacht? Entschieden hat. Zum wer hat die letzten Runde gemacht? Schwer zu sehen, ne? Eieieiei. Wer hat denn diese letzte Granate geworfen? Aber es geht ja direkt weiter, ne? Es war nur die erste Halbzeit quasi. Das nächste Match geht wieder los. Aber das ist halt diese Frag Grenade. Die bounce super gut von Wänden weg. Im Gegensatz zu anderen Granaten, die du irgendwie auch aufsammeln kannst. Es gibt ja, glaube ich, vier unterschiedliche Granatentypen und die haben alle so verschiedene Eigenschaften. Muss man sich auch erstmal mit auseinandersetzen. Ja, auch vom Aussehen her. Ne? Ja. Ich gehe irgendwo. Achtung, Granate! Ja, ich verschwinde alle. Ja, lauf einfach vor. Ich kann aber schnell nach unten. Vielleicht durch. Ich komme mit dir. So, das heißt natürlich jetzt auch dadurch, dass Team Streaming eben gerade wieder gewonnen hat, heißt das natürlich auch wieder, dass es in dieser Runde um alles geht. Ja. Da hast du auf jeden Fall recht. Das Home-Team auch in der Kontrolle, im Besitz des Schädels, kann jetzt ein paar Punkte sammeln, geht wieder zu diesem Spot, wo auch der Großteil der ersten Runde ausgefochten wurde. Ne? Dieser hintere, diese kleine Kuhle mit dieser Säule. Ob das auch so smart ist, sich dahinter zu stellen, ich weiß nicht, ob das wirklich der beste Spot ist, aber der hat sich jetzt offensichtlich... Kann natürlich trotzdem erkoren, ja. Drei Eingänge quasi, ne? Wenn man so sich ein bisschen aufteilt und dann vielleicht von zwei Seiten angreift und Granaten wirft. Aber Fabian wird an dieser Stelle auch gut abgefangen. Die Aktiv-Camo ist gespawnt. Könnte man sich vielleicht schnappen und sich dann reinschleichen. Aber das Streaming-Team jetzt auch wieder mit einer deutlichen Führung. Aber wir haben schon alles gesehen. Ja, es ist ungefähr eine halbe Minute, ne? Im Besitz des Schädels zu sein. Wenn dann jetzt das Home-Team mal so ein bisschen den Angriff oder den Gegenangriff vom Stream-Team abwehren kann, dann ist das ganz schnell wieder ausgeglichen. Jetzt haben sie auch den Ball. Und sie sind tatsächlich mit drei Leuten auf einem Haufen. Das ist ja auch schon super. So, jetzt einfach nur verteidigen. Ist natürlich auch ein bisschen tricky, wenn du super da dicht aneinander stehst. Ne? Das ist eine gut getimte Granate oder zwei, können dann sehr, sehr wehtun. Hinter mir? Scheiße, hinter mir. Wenn man sich so ein bisschen aufteilt und dann vielleicht sagt so, ey, ich versuche den Raum davor noch ein bisschen abzudecken. Das könnte vielleicht auch helfen. Aber Walle ist immer noch im Besitz des Schädels. Das Home-Team punktet fleißig. Oh, schöner
Schlag mit dem Schädel, aber. Sehr gut, komm raus. Komm raus, ja. Komm. Oh! Scheiße, komm, Gegner von der anderen Seite. Jetzt natürlich hätte auch mal den Ball wegwerfen können und sich. Egal, wir haben ausgeglichen. Um die Gegner da kümmern einer selbst. Ist von denen. Ja. Einer aus dem gegnerischen Team hat sich das Camo geschnappt. Und das ist jetzt halt super stark, wenn du dich absolut nicht bewegst, bist du quasi unsichtbar. Also man sieht noch so ein bisschen die Silhouette. Man darf jetzt nur nicht getarnt anfangen zu rennen. So wie beim Predator so ein bisschen. Ja. Ich hab ihn aber. Sehr gut. So, der Ball immer noch im Besitz. Ja, das war jetzt nicht die bestplatzierte Granate. Ah, da sehen wir mal drüber hinweg. 87 Punkte, 88. Jetzt müsste das Home-Team relativ schnell 93, 93, mal irgendwie das war's gleich in den Besitz kommen. Für den Gesamtsieg vielleicht. 97 aber haben sie jetzt. Und jetzt, ich wollte schon fast sagen, ne? Erobern sie den Ball nochmal zurück. Wollte ich sie fast schon abschreiben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein! Warum? Ich hab's gesehen. Oh no. Ich schlag immer zu früh. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur den Ball aufheben und ja, 99, 100. Das ja, ich mach mal den fünften Strich hier. Der fünfte Sieg für das Stream-Team. Ja. Konnte sich in Oddball durchsetzen, war aber wieder eine super knappe Angelegenheit. Ja, man, GG. GG, ja. Herzlichen Glückwunsch an das Streaming-Team. Ihr habt nicht nur Oddball gewonnen, sondern auch den kompletten Abend und das Fun-Turnier. Cool. Ja, komm mal hier so. Cool. Ich klatsche, ich applaudiere dem Siegerteam. Etienne, Nils, Simon und Wirt haben ganz wirklich gut gespielt. Hatten es natürlich auch nicht einfach, ne, mit Disconnects zu kämpfen, konnten sich aber trotzdem behaupten an diesem heutigen Abend. Ja. Gut gespielt, kann man nicht anders sagen. Nee, ganz ehrlich, war gut gespielt. Muss man sagen, mit den Widrigkeiten konnten wir nicht unser bestes Spiel abliefern. Aber wir haben trotzdem versucht, das Beste draus zu machen, aus diesen wirklich schwierigen Situationen, die wir hatten. Ja. Man wird eigentlich nie erfahren, wie es hätte sein können, wenn wir optimale Bedingungen gehabt hätten. Naja, wenn das Spiel rauskommt, machen wir auf jeden Fall nochmal eine Revanche, ne? Nein. Ja, auf jeden Fall. Aber sowas von, wenn ihr euch traut, dann könnt ihr noch ein bisschen trainieren und dann passt das. Ja, aber habt ihr denn Lust nochmal ganz zum Abschluss? Wir haben jetzt ja drei Modi gesehen. Wollen wir nicht noch einmal ganz kurz eine kleine Fun-Runde Capture the Flag noch anmachen, damit wir einmal das noch gesehen haben? Fun-Runde. Irgendwas Free for All-mäßiges. Ja, bei Spaß bin ich dabei. Wollen wir nicht irgendwas Free for All-mäßiges ohne Teams machen, um einfach jetzt so die ultimative. Wer der Beste ist, ja, das können wir natürlich auch machen. Oh, nee, okay. Nee, wollte Capture the Flag. Ich sehe schon. Eine Runde Capture the Flag. Und aber bevor wir das machen, gehen wir noch ganz kurz in einen kleinen Spot. Ach, das ist ja interessant. Eine wissenschaftliche Studie sagt, Konsolenspieler seien, Zitat, super dumm. Ach guck, bei mir steht, Achtung Eilmeldung, PC-Spieler stinken. Weißt du, was nicht stinkt? Mein neuer LG OLED. Ach ja, wieso? Ach, ist ein 48 Zoller mit OLED-Technologie für farbigste Farben und schwärzeste Schwarzwerte, ne? Wie schwarz genau? Zappenduster Schwarz. Das ist der schwärzeste aller Schwarze. Ja, klasse, Cowboy. Aber mein neuer 77 Zoller hat einen Alpha 9 AI Prozessor der vierten Generation. Der ballert Latenzen und Reaktionszeiten wie eine Raubkatze. Hat meine auch. Außerdem perfekte Bildrate, null Tearing dank HDMI 2.1, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync und ALLM für verringerten Input-Lag. Hat er denn auch das gottgleiche Game-Optimizer-Menü für maßgeschneiderte Bildschirm-Settings in jedem Genre? Meine Settings sitzen tight wie Badehose. Dann müssen wir wohl blank ziehen. Aber hallo. Jetzt guck dir das mal an! Mein brandneuer LG OLED 77C1. Bester Fernseher, wo gibt. Perfekt für die Next-Gen-Konsolen. Ich werd bekloppt, ich fass es nicht. Ich hab fast genau den gleichen. Echt? Ja, willst du mal sehen? Jo. Alles klar. Hier der LG OLED 48C1. Perfekt für PC-Gamer. Da sind wir ja quasi Bildschirmbrüder. Nee. Die LG OLED C1 Serie verbindet Gamer weltweit, außer diese beiden Honks. Ja.
Herzlich willkommen zurück, ein letztes Mal zu unserem großen Halo Infinite Rocket Beans Turnier. Auch wenn schon quasi alles entschieden wurde, wollen wir noch ein letztes Match, so ein, ja, ein Dessert ausfechten. Für den Gaumen. Ein gewaltiges Gewaltdessert, um euch auch wohlig nach Hause und ins Bett zu schicken, oder wo auch immer ihr auch seid. Ja, ich bin gespannt, was gespielt wird. Ich bin gespannt, Wissen wir doch. Ja, Capture the Flag wird gespielt, das wissen wir tatsächlich. Aber keine, nicht genau die Map, die wir jetzt spielen. Seid ihr denn schon im Spiel drin? Karte lädt. Ja. Karte lädt. Genau. Nee, ich hab das Spiel erstmal wieder beendet für die Werbung. Und die Teams bleiben aber auch gleich, ne? Ja, wir müssen natürlich. Gut. Ja, hätte ja auch sein können, dass ihr jetzt irgendwie wild durchwürfeln wollt, aber nein. Wir bleiben bei den Teams und jetzt können wir jetzt mal einen kleinen, naja, ich will nicht sagen, Herzenspunkt holen. Wie nennt man das? Wenn ihr nochmal ein bisschen. Nochmal so ein Punkt der Herzen. Mitleidspunkt. Ach, Mitleidspunkt will ich das nicht nennen. Simon, please, come on. Ja, Menschenmuffel. Widerlich. Wow, was war das denn? Fiat, warst du das? Nee. Ich kann nicht auf Kommando rülpsen. Jetzt guckt ihr alle so unschuldig. Übeltäterin. Es ist auch eine Kampfansage. Das ist eine normale Capture the Flag, ne? Nicht mit der einen Flagge. Starten wir nochmal neu, weil ich musste Team wechseln. Ja. Ach ja, welches Team sind wir? Ah, nice. Ich laufe einfach geradeaus und da geht's vorbereitet. Wie ist dieser Cobra? Capture the Flag ist auch Cobra. Quasi ein Klassiker. Okay. Ja, der Mut. Wann habe ich es erstmal gemacht? Ist das jetzt schon for real oder ist ich das würde sagen, ich glaube, ich habe nochmal neu gestartet. Nicht Unreal Tournament das erste? Oh. Sag mal, hallo, das ist hier noch mit Chillen. Habe ich zum ersten Mal gespielt, auf jeden Fall. So, Edo und Nils noch einmal ganz schnell ins andere Team. Und dann kann ich aber ordentlich spielen. Im Chat wird gefragt, gibt es Friendly Fire in dem Spiel? Ich glaube, kein klassisches. Ja, ich glaube, man kann sich nicht Granaten vielleicht. Also man kann sich auf jeden Fall selbst umlegen. Das habe ich schon sehr oft geschafft. Zum Beispiel, ne, Raketenwerfer, Gegner ist zu nah dran. Was ich mich gerade auch gefragt habe, gibt es eigentlich jetzt noch den Double Jump? Weil die haben die ich noch gar nicht gesehen. Den Double Jump, es gibt ein Thruster Pack als Item, aber ich glaube, das ist eher so nach vorne tackeln. Naja. Hast ja dafür den Grapple Shot, der sehr viel Spaß macht. Den wir auch noch gar nicht gesehen haben, ne? Nee, der wurde noch nicht so richtig eingesetzt. Grappled wurde noch gar nicht. Das ist vielleicht auch das Problem, ne? Muss man halt auf der Karte aufsammeln, muss man erstmal finden, dann muss man daran denken, habe ich, dann muss man im Eifer des Gefechts, okay, da kann ich mich halt dran greifen. Das ist ein Master Move. Aber welche Map haben wir denn? Das ist doch die mit den Autos auch, ne? Das ist dieser Ring. Oder? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich. Habe ich das gerade richtig erkannt? Von den sieht nach Hima aus, ne? Ja. Da gibt es auf jeden Fall Autos auch. Ja, oder Fahrzeuge. Eine fiese Map. So, alle stürmen auch nach vorne. Und alle wir sehen jetzt halt links und rechts von der Startbasis spawnen immer Fahrzeuge. Hier sehen wir den Warthog mit Raketengeschütz. Und tatsächlich haben ja Walle und Esther eben schon eine kleine Taktik besprochen. Ja. In der Pre-Show, weißt du das noch? Wir sehen aber auch, das andere Team, das Stream-Team, hat sich ein fliegendes Gefährt geschnappt. Ist natürlich auch gemeingefährlich. So, jetzt machen sie es tatsächlich mit der Flagge im Auto. Aber und sie überschlagen sich. Fahren halt leider nicht. Das ist natürlich bitter. Ich bin raus. Ja, das war natürlich ein Mega-Fail. Sehr gut, sehr gut. Ich bin gut. Also an sich gut gedacht mit dem Auto mit der Flagge schnell zurückfahren, aber natürlich sollte man dann Auto fahren können. Hier sehen wir von Esther, wenn die eigene Flagge mal weg ist, kommt sie erst zurück, wenn du weiter geht das. Ein bisschen auf der Flagge stehen bleibst, damit die zurückkehrt. Ein klassischer Modus, den man auch viel zu selten spielt in so modernen Spielen eigentlich, ne? Also, wir müssen auch direkt sagen, es geht hier bis 3 Punkte. Also wenn ein Team dreimal die Flagge erfolgreich, die gegnerische Flagge in die eigene Basis zurückgebracht hat, dann ist das Spiel entschieden. Oh shit. Immer haben wir sie zurückgebracht. Die Flagge wurde zurückgebracht vom Home-Team, befindet sich jetzt wieder in der Basis des Home-Teams. Geht auch alles sehr schnell hier. Die treffen sich dann doch alle unten da in der Mitte. Oh, der hat fiese Granaten. Beide habe ich. Sehr, aber ich bin auch weg. Ich auch. Das ist halt, ne? Du kannst drei töten, dann ist da noch ein Vierter. Ja. Oh, da kommt einer. Oh, Ace da mit den Headshots. Aber tolle. Gnadenlos fegt sie da einfach Eddie weg. Okay, cool. Wir sehen jetzt, gleich kommt ein neues Fahrzeug. Ah ja.
Dann bleib ich bei uns. Ah, das ist der, ja. Gut. Ich glaube, das ist der Ghost. Ich habe gerade eine Banshee hier. Ich oder ein Banshee. Mal, aber ich kann das leider schon nicht. Die sehen aber an. Ah ja, doch, das ist Banshee, ja. Aus der Luft. Zwei sind zwei bei Flagge. Oder halt auch schon. Oh, da wird's. Da war, flog quasi Esther zu nah an der Sonne wie Icarus und wurde aus dem Flugzeug rausbefördert, wurde gekapert. Ist ein smarter Move. Ärgere ich mich auch immer, wenn mir das passiert. Icarus, ja. Ich bin bei unserer Flagge. Ja, hier sieht man den, quasi den Timer, den Countdown, die Leiste wird zurückgebracht. Angreifer ist weg. Flagge ist weg. Flagge ist wieder oben. Ich kentere doch nicht die Banshee. Ja, Banshee ist zerstört worden. Ist auch kein Fahrzeug oder beziehungsweise in dem Fall ein Flugzeug, was eine wirklich dicke Panzerung hat. Ich finde es auch immer ein bisschen schwammig zu steuern. Also ich bin nicht so der große Fahrzeugbenutzer hier bei Halo. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwie in einem Fahrzeug unterwegs bin, dann merkt das sofort die komplette Karte und tötet mich instant. Ich hatte aber wenn andere unterwegs sind, sind das halt einfach, das die fliegen ist, keine Ahnung, was ja. Die halt und fahren gemacht, halt wie junge Götter. Stark. Aber Fabian wieder auf dem Weg zur feindlichen Flagge. Ich habe deren Fahne. Ja, hat sie sich abgegriffen, der steht. Kommt jemand, geht jetzt weiter. Hinter dir? Hinter dir? Das ist aber auf das Fahrzeug. Valentin. Ich hab sie. Muss... So. Aber jemand fahren? Ja. Da hält er die Flagge der Feinde weit oben, während Valle unterwegs ist. Also jetzt müssen die jetzt ist das Problem. Die Flagge holen. Die eigene Flagge ist weg. Sie können jetzt aktuell ja, nicht pumpen. Sind unten abgehauen. Genau, wir müssen jetzt warten, bis die Flagge wieder da ist. Da kommt jemand. Ich versuche euch zu beschützen. Ah, scheiße, ich habe kein Schild mehr. Das ist natürlich jetzt super toll. Was ist denn unsere Fahne jetzt? Die sind jetzt schön weg. Aufgeteilt in zwei Teams. Den müssen wir gerade mal wiederholen. Zwei holen jetzt die Flagge und zwei verteidigen. Nee, ich bin da, ich bleib hier bei dir. Die anderen machen das. Valentin und Fabian verteidigen jetzt die gegnerische Flagge und die anderen beiden versuchen, ja, haben wir. Sehr gut. Die eigene wieder zurückzuholen. Wo ist der Warthog denn hin? Kein Plan. So, die Flagge ist wieder da? Nee, doch nicht. Noch nicht. Jetzt siehst du, okay, Bell wir sind sprintete wir brauchen jetzt unsere Flagge. Und dann ist sie entdeckt. Das heißt, das Icon wird bei den anderen im HUD angezeigt. So, hier übrigens, da hinten ist die Person. Oh, scheiße. Nein, und ich hab's verkackt. Ich respawne. Jemand muss noch bei der Flagge hier bleiben. Fabian hat einen etwas direkteren Approach. Ja, ich hab ihn, aber hinter mir ist auch gerade jemand, der mich platt gemacht hat. Da kommt noch jemand Richtung unsere Flagge. Ja, die holen sie, glaube ich, gerade zurück. So, jetzt müsste Fabian die Flagge... Ich schaff's, glaube ich, nicht rechtzeitig. Doch, doch. Ah, doch, doch. Hinter dir. Gut, dann aber... ausgeschaltet. Weil nur noch 1-0, das geht jetzt doch. Nach dem ersten Punkt, der so schnell ging, dauert das jetzt doch etwas länger. Sehr gut. Irgendjemand muss deren und unsere Flagge mal zurückholen. Ja, irgendwer muss jetzt unsere Flagge zurückholen. Okay, alles klar. Ich probier's nochmal. Ich gehe auch mal wieder hin. Dann wäre man schon ein bisschen Salz, ne? Ja. Irgendjemand, man braucht klare Ansagen, nicht einfach irgendwas. Aber das Problem ist jetzt auch, irgendjemand vom Streamteam hält die Flagge in der Hand, versteckt sich und sie sehen halt nicht, wo die Flagge ist. Ja, ich weiß auch nicht, wo die ist. Ach, doch, erst wenn tatsächlich sie im Sichtfeld ist oder die Person sprintet, sieht man halt dieses Icon mit der Flagge. Ich glaube, die stehen doch beide an den Punkten, wo die... Ja, es ist echt so ein bisschen... Wo die Flagge eigentlich wäre. So eine Putt-Situation, ne? gebracht wird. Ja. Macht aber nichts, wenn es die Zeit abläuft. Ja, das, so. Das ist richtig. Lass da einfach bei unserem Startpunkt jetzt bleiben. Naja, sechs. Können da kommt einer machen. Von Alpha. Ist natürlich jetzt ein gefährlicher Vorschlag von Fabian, auf Zeit zu spielen, wenn noch sechs Minuten auf der Uhr sind. Perfektes Teamwork. Jetzt mal im Ernst, bis die das blicken, dass die noch einen Punkt brauchen. Die blicken gar nichts. Blicken gar nichts, haben allerdings halt alles 4-1 gewonnen, ne? Das da sieht man, die Skua ist die wieder gespawnt, so ist da rennt hin, es gibt auch einen Warthog. Den ist natürlich auch ich schon wieder diese krasse Waffe holen. Ist quasi eine Harpune. Aber die Skua ist auch geil. Eine One-Shot-Harpune. Nein, das macht er jetzt nicht. Über rechts kommt zwei. Ich hätte gedacht, also sie hätte Zeit gehabt, sich die Waffe zu schnappen. Ich dachte auch, sie holt sich die da oben, aber ist gar nicht. Oh, da kommt einer mit Schild. Achtung. Ach da, wow. Er hat mich, aber er ist fast down, glaube ich. Ja, ich bin da. Sehr schön. Da ist jetzt die Flagge. Ja, aber Esther hat kein Schild gerade. Ich bin das. Okay, gut. Ich stell den mal hier hin, falls wir den mal brauchen. Ja, sehr gut. So. Jetzt wird natürlich sich so ein bisschen eingeegelt und verbarrikadiert mit dem Fahrzeug. Esther schnappt sich jetzt auch noch das Flugzeug. Haben also
quasi die komplette Fahrzeugkontrolle. Wenn du gerade nur mit dem Banshee losfliegst. Wird aber direkt wieder aus dem Gefährt rausgekickt. Ich schnapp mir nie wieder einen Kack-Banshee, das ist doch Kacke. Natürlich jetzt bitte. Sie versuchen so die Flagge zu holen. Kann man die Flagge im Flugzeug holen? Nee, nee, muss schon aussteigen. Und versteckt sich unten drunter oder so. Ich bin unter der Brücke, ich bin unter der Brücke. Das ist perfekt. Machen wir natürlich den Bissern Angriff. Wir sind natürlich einfach wieder hochgehen. War eine gute Idee, wurde aber sofort weggesnackt. Oh, da ist direkt einer, der hat eine fette Waffe. Ich seh's, ich komme nur leider zu spät, die sind alle bei dir. Komm. Jetzt mal Zeit, die Flagge wegzuwerfen. Eifriges hin und her gerade. Versuchen sie, die Flagge wieder zu holen. Aber er ist dead. Nein, ich auch. Fuck, da ist noch einer. Und die scheiß Banshee. Ah, die Banshee hat mich überfahren. Haben sie unsere Flagge noch? Jetzt holen sie die Flagge zurück und machen gleich direkt den Punkt wahrscheinlich. Super schön. Yes, haben den Punkt gemacht. Ja, das hat das Problem, wenn man zu sehr auf Zeit spielt. Ja. Aber es wird jetzt 1-1. Dann müssen wir jetzt wieder auf Angriff gehen. Ja. Aber immerhin ist die Badge kaputt, das ist gut. Noch 4 Minuten. Oh, da ist jemand bei unserer Flagge. Ich habe aber deren. Oh, sehr echt? Sehr gut. Oh, krass. Wo bist du denn? Nice. Jemand mit Superschild? Die killen mich jetzt auf dem Weg zurück. Ich bin jetzt gerade auf der halben Strecke ungefähr. Superschild hat immer Scheiße. Ah, es hätte klappen können. Hat nicht ganz gereicht. Das war was anderes. Nani? Mami? Ist das besser für ihn, die jetzt gewonnen? Nein. Unten stehen die Punkte, Mitte. Das Streamteam mit der gegnerischen Flagge wieder auf dem Weg zurück. Was? Wieso? Könnte jetzt in Führung gehen. Ich verstehe Halo auch manchmal. Den zweiten Punkt. Ja. Ja, die haben nee, die deren, ich Fabian kann es noch. Oh nee. Kann es kaum noch verteidigen. Jetzt sind die gleich die zurück. Sind jetzt am Startpunkt. Zu zweit. Das ist natürlich schwierig. Schnell noch eine Granate. Erste geht daneben. Ja. Das war's. 2-1 für das Streaming-Team. Okay, jetzt wird beim Home-Team nach der Taktik gefragt. Ja, vielleicht ein bisschen spät, ne? Sehr gut. Aber ey, ne, das ist quasi. Oh, sehr geil. Das Spielfeld zurückgesetzt. Perfekt. Ich folge wenn jetzt dir. Das Home-Team in der Lage ist, die feindliche Flagge die gehen bestimmt oben lang. Zu erobern. Ja, aber wir brauchen uns. Dann ist es wieder unentschieden. Ja, ich gehe mal dem anderen Typen entgegen, der unsere Flagge hat. Ich bleib noch bei Bell. Ja, bleib bei ich werde angegriffen. Ja, gewinnt hier quasi auch Maus und Tastatur gegen Controller. Es sieht so aus, ne? Okay, ich die sind zu. Ja, der hat es besser gemacht. Setze unsere Flagge zurück. Das gibt's doch nicht. Die setzen ihre Flagge auch zurück. Dass die Esther sich nicht die Skua holt. Jetzt holt sie sich sehr gut. Wir haben unsere Flagge geholt. Schon wieder? Ja, die waren da zu dritt einfach. Ist auch eine Waffe mit einem relativ langsamen Projektil. Ja, das ist natürlich so, das könnte sein. Kann man schon von Weitem sehen. Hat sie auch gewechselt. Jetzt vielleicht nochmal wechseln auf die andere. Wird von hinten weggesnackt. Und jetzt. Oh, ganz knapp. Benutze das Superschild, Fabian. Eddie ist noch ziemlich gelassen. Ich will unsere Flagge zurücksetzen. Mach ich gerade. Top. Bin auch da. Die andere liegt da direkt links. Die habe ich da links verloren. Ach, shit, schaff ich laufe nach links. Da boxt einfach einer. Nicht geschafft. Unsere wieder. Ich hab sie. Sehr gut, ich bin bei dir. Die sind auch mit Oberschild, ne? An deren Punkt. Ah, okay. Oh, shit. Ja, okay, haben mich. Ach, von da! Wenn sie jetzt zurückbringen, ist schlecht. Ja. Hab sie! Da hat Fabian natürlich recht. Hat Eddie dich überfahren, ne? Ja. Ja, das kriegen wir nicht hin. Die nutzen halt die Autos. Wahrscheinlich wird gleich der nächste Punkt geholt. Und da. Da ist es schon soweit. Dritter Punkt. Ja, das war klar. Oh, auch dieser. Am Ende noch auf Kampf geht an die Streamer. Das war gut. Ja, das war eindeutig wieder. Oh, krass, überraschend. Oh, die GGs. Kommen im Chat. Ja, an GG, euch. Das war super toll. Ihr seid ein gutes Team. Ich liebe euch. Ja. Mhm. Das ist doch ich schön. Hab euch auch lieb. Ja, ich herzlichen Glückwunsch nochmal an die Streamer. Nochmal an diesem finalen Fun-Match auch nochmal gewonnen. Richtig gut. Ja. Ich hasse Wirt mittlerweile. Wirt hat mich so oft. Ich hab doch nichts gemacht. Ja, doch, du hast gut gespielt, Mann. Das ist ja furchtbar. Ja, du kannst ja jetzt auch mal ein paar Wochen üben und wenn das Spiel dann rauskommt, ich glaube 8.12., dann können wir ja nochmal das wiederholen und dann habt ihr ja vielleicht alle ein bisschen geübt. Nee, ich spiele schön allein introvertiert zu Hause die Kampagne. Ihr könnt mich mal.
Ja. Ja, gut, das ist natürlich auch ein Ansatz. Also, den man ich wollte euch auch noch mal ein Kompliment machen. Das hat richtig Spaß gemacht mit euch. Finde ich auch. Das ist schön. Das, ja. Schade, dass Fabian uns nicht hört, aber könnt ihr ihm vielleicht sagen, weil er hat ja die Kopfhörer abgeschaltet, dass wir finden, dass er auch ganz echt gut gespielt wir hat. Wir haben eben noch im Team drüber gesprochen, ja, dass Fabian richtig gut war. Also für, ja, seine, für sein Vermögen. Soll ich wieder laut machen? Ja, ja, also okay. Du kriegst gerade Komplimente. Oh, das ist schön, die waren bestimmt ehrlich gemeint. Ja, die waren sehr ehrlich. Ja, schön, hat Spaß also gemacht. Also bis auf Fabian wart ihr alle richtig gut. Und da kommt wieder der Regler auf Mute. Ja. Ja, aber recht herzlichen Dank an euch acht. Ich habe Angst vor Fabian. Der sieht aus wie der Schauspieler aus dieser Serie, wo der Psychopath alle tötet. You oder so heißt sie. Und ich kann jetzt Fabian, immer wenn ich Fabian sehe, habe ich Angst, wenn ich was Falsches sage, dass ich bald tot bin. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Ihr habt toll gespielt. Das waren immer super spannende Matches. Ja, in der Höhe auf jeden Fall nicht so. Also es hätte viel, viel niedriger aussehen müssen. Das spiegelt es nicht so wider, das Ergebnis. Muss ich schon sagen, absolut, eure Leistung. Ja, absolut. Der Gewinner war heute definitiv, oder nein, die Gewinner waren definitiv die Zuschauer heute. Ich denke, ja, 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 definitiv. Selten genug. Gut, das sind doch tolle Abschlussworte. Danke an euch alle, dass ihr mitgemacht habt. Und ja, danke an dich, Kuren. Sehr viel, ja, Spaß. Ja, es hat mir wirklich sehr viel Spaß, ja, gemacht. Geben wir uns mal richtig die Hand. Haben, ja, ich ja ewig nicht mehr gemacht. Da mache ich aber gleich Desinfektionsmittel. Das machen wir. Aber es war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und hat, ja, die virtuelle Halo-Auseinandersetzung genossen. Und ich, ja, würde das gerne noch mal wiederholen, ja, ganz ehrlich. Da kommen, da bauen sie schon ab. Tschüss! Ja, wir winken noch einmal. Ja. Und das war's dann von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Tschüss! Auf Wiedersehen.